Hallo, 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 hallo. Test, 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 test. Könnt ihr mich hören und sehen? Das wäre wunderbar. Hallo! Hi! Ich warte erstmal, bis mich alle gesehen haben. Dann begrüße ich euch alle natürlich. Wenn der Erste schreibt, hi Olli, dann weiß ich, ihr seht mich. Und, und, und. Wer sieht mich zuerst? Hallo, Kuckuck! Da ist er, da seid ihr doch, genau. Schläft, schläft er? Wie spät haben wir denn? 16 nach, come on. Das passt doch. Hallo, herzlich willkommen zum Livestream und zu der großen Gewinnspielauslosung am Montag. Genau, hallo Homegirl, Marek Rüdi, Ulrike Wahl, Amor Hartz, Melody Dumont, Roter Alltag, Melody Pendel, Michi Mausi, Rebecca P. Linda Bambelchen, Flower Platinum, Kina, Cindy, Zockenfreunde Mari, natürlich wieder bei Twitch und YouTube gleichzeitig. Wer kann, der kann. Annalena Niehüs, Heike Vogt, Game äh, Michelle, hallo, hallo, herzlich willkommen. Sabine, <laughs> Levane, Christian Ebert, Chromia, Jasi, Dariai. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alle. Hallo, 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 herzlich willkommen. Hallo Zaressa. Hi, hallo Annabelle. Cinderella Patrick. Ich hatte einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du auch. Also ich war gerade noch einkaufen. Es hat dann plötzlich natürlich geschüttet aus Kübeln. Und ich habe wieder Coca-Cola Zero. Ja. Und es gibt noch einen dritten Gewinn. Den werde ich gleich noch zeigen. Das ist auch sehr cool. Der wurde gesponsert. Hallo Sabrina Hoffmann. Hallo. Alles gut, Christian. Christine, Christine Love Music. Hallo, du bist, glaube ich, auch neu. Herzlich willkommen. Hallo, Claudia Bonfico. Bin wieder da. Ich war sehr krank und oh nein. Ich hoffe, es geht dir wieder besser. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Annabelle X war. Genau, wir werden heute die Dream Snaps auswählen. Ich habe schon so ein bisschen gerne Heike Vogt. Ich hoffe, die ist gut angekommen, die Autogrammkarte. Wir werden natürlich dann eure besten Bilder auswählen. Da wird einer gewinnen. Wir werden aus den YouTube-Kommentaren Gewinner ziehen und wir machen nochmal so einen dritten Gewinn. Den machen wir aber ein bisschen anders. Und da sind wieder sehr, sehr schöne Bilder dabei. Wir gucken gleich mal, wie wir es machen. Wahrscheinlich wieder Top Ten dann auslosen oder sowas. ne? Hallo Speed, ich spiele heute Bot auf dem Discord. Ist doch auch mal was. Ist doch ein gutes Halloween-Kostüm. Danke, Rüdi, auf euch. Dankeschön. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hallo Wahl. Hallo Michel König, ich habe auch Cola am Start. Dann Prost! Hoch, die Gläser! Die Krüge hoch! Hallo Celine, hallo! Hallo Manuela Kruse! Hallo Jessica. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Genau, Junat Valley, wir gucken ein bisschen nach Kisten. Wir quatschen erstmal. Komm erstmal ein bisschen rein. Und dann machen wir Gewinnspiel. Deine Tasse ist übrigens eingeweiht und dein Autogramm hängt neben dem Otto Walkes. Holy! <laughs> Ey, das ist eine große Ehre, neben Otto zu hängen. Vielen, vielen Dank. Das freut mich, dass sie eingeweiht wurde. Sehr, sehr schön. Das ist cool. <laughs> Bin ich neu, Eher still, sonst äh, oder Opel, why not? Ah, okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Dann schön, dass du mal nicht still bist. Das freut mich natürlich sehr. Genau, Kisten muss ich noch suchen, auch noch goldene Kisten. Hallo Lisa, hallo äh, Nan, hallo, mir geht's gut, mir geht's gut, in um Umständen entsprechend. Wie sagt man in Deutschland immer? Ja, muss. Muss, ne? <laughs> Eigentlich geht's einem scheiße, aber man sagt, ja, muss, muss. Hey, was ist denn mit euch kleinen Freunden los? Wir wollen hier raus. Wir sind hier festgeglitscht. Wir brauchen das neue Update, sonst werden wir hier verhungern. Hallo Rosa, äh Rose, hallo. Genau, gucken wir jetzt mal nach den goldenen Sachen. Update: habe ich ein Video heute zugemacht. Ich hoffe in zwei Wochen. Ich hoffe, hoffe, hoffe. Dankeschön, dass es bei euch auch so gut angekommen ist, das Video. Das freut mich sehr. Morgen gibt es dann natürlich Mario Kart, auch bei Twitch und YouTube. Ich hoffe, wir finden genug Spieler, die Mario Kart mit mir spielen wollen. Ich habe schon ein bisschen mit Gina geübt. <laughs> also ist, ist witzig, also macht auf jeden Fall Spaß, muss man sagen. Macht auf jeden Fall echt Bock. Mir gefällt das auch besser als Speedstorm, weil das nicht so reizüberflutend ist. Wie dich gibt mir oh, irgendwo ist noch eine Münze. Nala, na, wo ist die Münze? Nein! Wo ist die denn? Das gibt's doch nicht. Wo war bitte die letzte Münze? Ich weiß es nicht. Hallo Jackie! Jackie Daniels! Hallo Summerhase! Hallo, wie war dein Tag so gewesen? Kennst du gute neue Spiele, du so? Ich leider nicht. Ich spiele jetzt ja nur Dragon's Dogma, Rocket League, ein bisschen Dreamlight Valley. Und äh, Mario Kart habe ich ein bisschen gespielt, was sehr witzig ist. Das Schlimme ist nur, wir haben halt nur einen, ähm, wir haben nur einen so einen Pro-Controller und der andere muss halt den Deppen-Controller nehmen. Also diesen ganz kleinen. Ich habe noch nicht mal dieses Mittelding, wo man die beiden aneinander machen kann. <laughs> das ist wirklich schrecklich. Oh, sorry. Hallo Vero, hallo! Spielt Gina dann auch mit? Ich, ich, ich glaube, sie ist gar nicht da. Danke, Jasmin, kommst es für 5 Euro? Und erstmal, hallo, hallo, danke schön für Fünfer. Vielen, vielen Dank. Hi in die Runde, danke schön. Ich finde es mal witzig, wie manche immer von Twitch zu YouTube wechseln und andersherum. <laughs> Ihr seid verrückt. Vielen, vielen Dank, Jasmin, wie wir für ein Fünfer. Dankeschön. Danke, danke, danke. Das ist super süß. The Ripper, ich bin mit Sternfahrt, Gott sei Dank, seit zwei Wochen komplett durch. Sehr gut. Ja, mir würden jetzt noch ein paar Sticker und so weiter fehlen, leider. Oh, hier, blaue Kiste. Mondsteine auf Nacken. Dankeschön, Jasmin. Super, super süß. Danke. Sehr lieb. Genau, letzte Woche hatten wir ja gar kein YouTube-Stream. Da mir ja Donnerstag nur bei Twitch. War auch sehr, sehr witzig. <laughs> War auch lustig. Hallo, Anna. Kaffeekanna. Hallo. Ich habe was von dem dritten von Ori. Ich habe was von dem dritten von Ori gelesen. Dritter Teil von Ori? Kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Ich mag YouTube lieber. Ja, nö, so sind die Geschmäcker anders. Also für mich ist da jetzt kein großer Unterschied. Deswegen. Ich kann beide Sachen verstehen. Aber ich bin auch eher so der YouTube-Typ, eigentlich so, ne? Team Twitch. Hab den Stellvertreter erst zur Hälfte durch. Gibt wohl Nachtschichten bis äh, Mittwoch. Will alles haben. Hatte kaum bis wenig Motivation. Oh, da hast du noch viel zu tun. Sehr viel zu tun. Hallo, die Sora. Hallo. Die Sora erinnert mich immer an, ähm, von Digimon. Sora. Hieß doch, hieß doch dieses Mädchen mit den roten Haaren, glaube ich, Sora. Oder war es mit Z geschrieben? Hallo, Chrissy Rock, hallo. Hast du Mario Kart, den du neu gekauft hast? Ja, ich habe es mir extra neu geholt, ohne Streckenpass. Der kostet ja nochmal 30 Euro. Ich kenne ja, kenn ja noch nicht mal die alten Strecken. Erstmal für 50 Euro das gekauft. Das ist schon teuer genug. Das ist, das ist, wie alt ist das Spiel? Fünf Jahre, sechs Jahre? Da wollen die noch 50 Öcken für, die, die äh, Wahnsinnigen. Aber ich dachte, da können wir es mal zusammenspielen. Und es macht echt Bock. Also, das wird, glaube ich, ganz cool werden. Hallo, kannst du mal bitte zeigen, wie man den Charakter eine neue Aufgabe gibt? Hab es vergessen. Äh, an der Werkbank, da musst du blaue Bücher herstellen. Kann ich dir gerne mal zeigen. Hallo, Shanti. Ja, ist nicht schlimm, die Verspätung. Danke nochmal, Jasmin, für 5 Euro. Vielen Dank. Und danke an alle, die liken, in den Chat schreiben, kommentieren und dabei sind und eine Mitgliedschaft haben. Vielen, vielen Dank. Ihr seid sehr süß. Hallo, Sabrisari. Ist der nicht mit Nintendo Online umsonst? Nicht, äh... Da könntest du recht haben, aber ich glaube mit dem krassen Premium-Ding, oder? Ich weiß es gar nicht. Das, das weiß ich leider nicht. Ich habe nur gesehen, 30 Euro kostet das. Ich denke, dass der neue von Mickeys Classic sein könnte. Ich habe jetzt gelesen, sieben Jahre alt, danke. Ich habe jetzt gelesen, dass ähm, der fliegende Teppich kommen soll von Aladdin. Das ist wohl mit dem Zauber gemeint, mit dem Auto und mit dem Hund. Also Magic Carpet sozusagen. Aber ist denn der Teppich ein Pad? Olli muss das, das Spiel auf Twitch noch anpassen. Ja, ich weiß, muss ich noch machen, aber ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie das gerade geht. <laughs> das ist immer ein bisschen komisch, weil ich über beide streame, dann kann ich das bei Twitch nicht einstellen. Ich lasse es jetzt einfach so. Ist nicht so wild. Ist nicht so wild. Ähm, genau, du musst aber hier hin. Hier, Zaubertränk und Verzauberung, da musst du hier die blauen Bücher herstellen. Und das blaue Buch kannst du dann deinem, ähm, äh, deinem Begleiter geben oder deinem Charakter und dann verwandelt er sich und ändert die Rolle. Ne? Ich spiele immer mit meiner Tochter und Schwester, Marco, aber wollen nicht mehr mit mir zocken, weil die immer gegen mich verlieren. Ja, man, äh, man kann sich da leicht streiten. Auf jeden Fall. Und sich hassen. Aber macht Bock auf jeden Fall. Sieht doch cool aus. Wurde schon ausgelost? Nein, nein, noch lange nicht. Das heben wir uns auf. Ich wollte erstmal ein bisschen Kisten mal sammeln. Wenn ich das schon nicht mehr privat mache, dann zumindest im Stream, ne? Machen kann es und bleibt auch immer beschiss. <laughs> Ja, aber das ist der Witz daran. Das ist der Witz. Das wird, glaube ich, morgen auch sehr lustig werden. Ich muss ihm doch eine Nintendo-Mitgliedschaft, Tovia. Ja. Die wollen auch nur, dass man blecht, blecht, blecht. Ne? Hallo, Conny Schrotter, Hallo. Herzlich willkommen. Überall muss man bezahlen, ne? Überall. Hallo, Darius Sunshine 91 Kommt denn immer direkt ein neuer Sternfahrt? Ist ja mein erster, den ich mitgemacht habe. Eigentlich dauert das immer zwei bis drei Wochen. Sogar vier Wochen. Wenn ein neues Update kommt, kommt auch ein neuer Sternfahrt. Also auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, Update kommt jetzt Mittwoch, als ob. Aber dann hätten, dann hätten sie heute noch was gepostet. Bis jetzt ist ja nichts gekommen. Das wird nicht Mittwoch kommen. Da, da, ist ja, da geht ja gerade erst erstmal der Sternfahrt vorbei. Ne? Streckenpass ist super bei Mario Kart. Ist das Lieblingsspiel von mir und meiner Mutter. Ja, ich habe die Strecken schon gesehen. Aber es kostet halt wirklich viel Geld. Erstmal das normale Game. Mit Nintendo Online bekommst du die neuen Strecken nur zufällig, wenn du auch wirklich Online gegen andere fährst. Ah, okay. Hallo Jasmin, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Hallo. Ziehe meine Tochter 16 seit Jahren bei Mario Kart ab. Ist das einzige Spiel, das ich besser kann als die Spieler auch schon mal seit meiner Kindheit. Ey, das letzte, was ich auch wirklich gespielt habe, war auf Super Nintendo. Und glaube ich, GameCube Double Dash oder sowas. Mit einem Freund. Aber seitdem auch kein Mario Kart mehr gezockt. Ist schon lange, lange, lange her. Ne, Ist schon wirklich lange her. Nintendo Online kann man, meine ich, so auch sieben Tage kostenlos. Habe ich doch letztens schon gemacht, vor ein paar Monaten. Ich glaube, ich habe das aufgebraucht. Egal. Egal. Hat Wally eine Mission? Ja, leider nur Wally. Olli, kannst du meine Tochter Kimberly grüßen? Da würde sie sich freuen. Hallo Kimberly. Schöne Grüße. Und Grüße auch an deine Mama. Sehr cool, dass ihr zuguckt. Das freut mich. Dankeschön. Ey, Rosa, danke für zwei Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid süß. Aber hört auf mit Spenden. Hört bitte auf. Danke, danke, danke. Ihr seid sehr süß. Danke, Jasmin und Rose. Dankeschön. Sehr lieb. Endlich wieder Olli. Hallo Jessica. Hallo. Da ist er wieder. Da ist er. Der, der neben Otto hängt. <laughs> nee, geht's gut, Jasmin. Danke, danke für die lieben Spenden. Dankeschön. Das ist super, super süß. Ein Hoch auf euch. Die Krüge hoch. Auf die beste Community der Welt. Ah. Und trotzdem bleibt der Termin. Ist ab jetzt wieder Staatsgeheimnis. Ey, ey, ganz ehrlich, ich beschwere mich da nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht einen Monat vorher ankündigen. Oder fünf, sechs Wochen vorher. Das hat doch bei Rift in Time auch super geklappt, oder? Da haben sie fünf Wochen vorher das angekündigt und das war wunderbar. Man, konnte, man, man hat gewusst, wann es losgeht. Man konnte die Zeit genießen. Man hat sich keinen Stress gemacht. Man konnte sich Urlaub nehmen. Man konnte kündigen. Man konnte in Rente gehen und dann einfach das Spiel genießen. So sitzt, sitzt du immer auf heißen Kohlen und denkst dir, wann, wann kommt jetzt das Update? Und dann sagen sie es drei Tage vorher. Komische Politik dahinter. Rüdi, danke dir auch für 5 Euro Spendenverbot. Nein, auf gar keinen Fall. Ich brauche die Spenden sehr dringend. Aber ihr müsst trotzdem nicht äh, spenden. Ihr habt schon so viel gespendet. Vielen, vielen Dank. Das reicht schon, wenn ihr einfach mit mir schreibt und ich nicht alleine streamen muss. Das ist schon ähm, Liebe genug. Vielen, vielen Dank. Rüdi, ihr spinnt. Dankeschön. Sehr vielen sehr vielen Dank. So, bin jetzt mal stumm und mache meine Vorlesung. Alles klar. Sehr gut. Danke, Mutter Gotel. Du bist auch immer hübscher. Aber, aber spielt ihr denn morgen mit Mario Kart oder bin ich alleine? Mit wie, mit wie vielen Leuten kann man das denn zusammen spielen? Wisst ihr das? Zu zwölft oder so, ne? Ich weiß es leider gar nicht. Jessica, ich hab dich auch vermisst. Ich hab euch auch vermisst. Aber ich war Donnerstag bei Twitch. Man nennt mich auch Twitch-Olli. <laughs> Wer kennt es nicht kurz vor dem Update kündigen? Es gibt bestimmt so Verrückte. <laughs> Hallo, Pretty Positivity. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, genau so ist es, Olli. Man muss kein Geheimnis draus machen. Ja, oder? Also, und letztes Mal haben sie es ja auch nur verraten, weil es bei Gameloft Japan gepostet wurde. Da mussten sie das ja löschen. Und eine Stunde später haben sie es dann auch noch mal gepostet. Weißt du? Ich verstehe aber auch nicht, warum sie da so ein Geheimnis draus machen, ne? Eher inaktiv, Olli. <laughs> warum das denn? Oh nein, das komme ich nicht. So, dich zu sehen. Wir spielen mit alle sehr, sehr gut. Freue mich, dass du Mario Kart 8 spielst. Schau mir Steam natürlich an, muss leider arbeiten. Nein, Michi Maus, es wird lustig. Haben wir jetzt das. Genau, Rudy. Du hast ja Rift in Time jetzt geholt. Sehr cool. Ja, viel Spaß. Das hast auf jeden Fall noch was zu tun. Schön Nebel sammeln und so. Hab noch nie online Mario Kart gespielt. Müsst ihr erstmal gucken, wie das geht. Ich glaube, ich muss euch irgendwie einladen. Da müsst ihr wieder so einen Code eingeben. Vor allem Code. Ich glaube, hier haben wir keine Kiste. Ich gehe nochmal auf die Insel. Wir machen auch gleich Gewinnspiel. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig, wir machen das gleich noch. Hallo Timo, Grüßling, da ist er. Hallo, schön, dass du auch wieder da bist. Der Mann von der Insel. Hallo, 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 hallo. Ich spiele nicht mit, weil immer noch keine Switch. Ja, dann guckst du zu. Du bist einfach Schiedsrichter. Du stehst, du bist Boxenluder. Ja, ist doch auch was. Du gibst einfach die Latte an. Das ist doch völlig in Ordnung, ne? So, gucken wir hier noch mal nach Kisten. Ich habe tagelang nicht mehr nach Kisten gesucht. Haben wir haben das auch schon mal abgegrast. Olli, was ist das mit Animal Crossing? Du wolltest dem Spiel noch mal eine Chance geben. Kommt auf jeden Fall auch noch. <laughs> Wollte ich auch noch mal eine Chance geben. Das machen wir noch. Ich muss mich erst dazu motivieren, da wieder aufzuräumen und so weiter. Aber kommt auf jeden Fall noch. Braucht aber Olli Tipps und die Tricks der Community. Ja, guck gerne meine Videos an, Rüdi. Da sind alle Tipps. Da ist alles. Da müsste wirklich alles sein. Guck doch mal hier. Ist, glaube ich, auch nix. Hallo Kalipunan, hallo, guten Abend, guten Abend. Ich gucke zu, und lache darüber, wie ihr euch ja, aufregt. Ich hoffe, ich werde nicht, ähm, ich hoffe, ich werde nicht, werde nicht, wie heißt das nochmal, werde nicht beleidigend. ne? Ihr kennt mich ja, das bin ich nie. Hast du die Feuerbilder ausgesucht? Ne, ich habe nur mal drüber geguckt. Und da sind super, super gute Bilder auf jeden Fall dabei. Da müssen wir echt gleich mal schauen. Oli, du bist immer noch der beste YouTuber. Ey, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Äh, es hat einen Sinn, wieso es nichts sagen. Es hat den Sinn, dass sie es erst preisgeben, wenn sie der Meinung sind, dass sie soweit fertig sind und nicht sich den Druck machen müssen, am Tag x Fail zu sein. Aber warum konnten die das denn bei Rift in Time? Warum konnten die dann fünf Wochen später das sagen? Beim größten Update ever. Das verstehe ich. Das verstehe ich dann nicht. Und ich habe auch gar nicht verstanden, warum die fürs Monster-Update ag Update fast drei Monate gebraucht haben. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum das so lange gedauert hat? Das war ja jetzt nicht, das war ja auch nur ein normales Update. Hallo, Angela Hot. Trotzdem, ich finde, mal, könnte. Ich meine, andere kriegen es ja auch hin, andere Entwickler. Ne, Das muss man ja auch wirklich sagen. Andere sagen ja auch drei Wochen vorher, das Update kommt dann nun dann. Also. Ne? Wo hast du in Eves Haus stehen? Da stehen noch Lichtung des Vertrauens. Das äh, muss doch dekoriert werden. Ich will Bewohner-Hunting von Olli sehen. Das wird ein Spaß. Was ist denn Bewohner-Hunting? Mit dem Schießgewehr auf die losgehen oder wie? Ich hasse Touch of Magic, der ist ultra anstrengend auf Switch. Ja, glaube ich dir. <laughs> Aber ich hatte lange Zeit kein Touch, mehr, äh, Touch of Magic mehr bei meinen, äh, Dream, äh, bei meinen Dream Snaps, witzigerweise. Ne? Bei Olli läuft der Weihnachtsmann rum. Warum läuft bei mir der Weihnachtsmann rum? Absturz. <laughs> Melden war. So viel zu Early Access ist zu Ende. <laughs> Kein Hate an die Entwickler, die machen das bestimmt sehr, sehr gut alles. Das ist ja auch nur ein kleines Team. Aber leider läuft das Spiel immer noch nicht richtig nach über eineinhalb Jahren. Und Early Access ist schon vier Monate vorbei, stürzt immer noch ab. Oh, das gibt's doch nicht. Ne? Olli, da Stephanie Ebert, hallo! Stephanie Ebert, hallo, Stephanie Ebert. Ich hab keinen eigenen Willen. Darum tue ich alles, was der Chat macht. Hallo, schön, dass du da bist. <laughs> Wann dekorierst du eigentlich deinen Rift? Das werde ich machen, wenn ich die Lichtung des Vertrauens zu Ende dekoriert habe. Das machen wir auch nochmal irgendwann diese oder nächste Woche. Kommt aber alles noch. Ne? Das kommt alles noch. Habe ich auch zwei Abstürze letzte Woche. Ui. Hallo, Jessica Fronik. Hallo, hallo, hallo. Du kannst, Jack, du kannst Skellig mal ein anderes Outfit anziehen. Weihnachten ist vorbei. Ja, aber ich, trage, ich lasse die immer gerne die, ähm, die Skins tragen. Weil die dann so besonders aussehen. Bitte sag nur meinen Vornamen. Das habe ich nicht gesehen. Bei Animal Crossing braucht man insgesamt 10 Bewohner. Man möchte natürlich tolle Bewohner haben. Die dann haben und suchen. Ah, okay. Ja. Abstütze habe ich öfters auf Playstation 5. Ich glaube, das haben wir alle. <laughs> Seit dem DLC stürzt das Spiel bei mir sehr oft ab. Echt, Rüdi? Okay. Okay. Ja, du spielst ja auch auf PlayStation 5. Das ist ein bisschen komisch, ne? Meine Lichtung ist fertig. Ein Platz für Tiana reserviert. Ja, sie kommt ja auch noch. Stimmt. Hallo, Silke! Silke Milke, altes Haus. Es sind aktuell sieben Entwickler, drei 3D-Grafiker, zwei Game Designer und fünf Tester aktuell. Okay, dann sind das ja, ist das ja wirklich nur ein super kleines Team. Dann sind die wirklich wenig. Aber dann müsste Disney und Gameloft mal mehr Leute einstellen. Dann müssten die mal mehr Geld investieren, mehr Geld in die Hand nehmen und das Team mal verdreifachen, finde ich. So, wir, wir investieren sehr, sehr viel Geld in dieses Spiel. Ich finde, dann sollte es auch mal richtig laufen und so, und so weiter. Da können natürlich die Entwickler, die kleinen, die können natürlich nichts dafür. Die machen malo lochen sich wahrscheinlich kaputt und stecken auch viel Liebe rein. Ja, PS5, bin leider unzufrieden. Ja, das ist doof. Das ist doof. Bei mir geht's, aber bei mir ähm, stürzt es auf der Insel auch häufiger ab. Ich gehe nochmal rüber. Ne, und dann gucken wir uns gleich die Bilder an, wie gesagt. Abstürze bei der Switch gar nicht mehr war vor dem Update schlimmer. Das habe ich auch oft gehört. Hallo, Crazy Lulu! Lulu! Hallo! Bin bereit für das neue Update. Ich glaube, das sind wir alle. <laughs> so, ich muss nochmal auf die Oase gucken. Weil irgendwo sind hier noch Kisten. Oder oh, gehen wir erstmal hier lang. Olli, es kam gerade ein neues Update. Ja, schön wär's. Ich, also, ich glaube nicht, dass um 20 Uhr ein neues Update kommt. Das wäre natürlich cool. Was ist eigentlich mit den Klamotten bei Duckwell? Ich habe scheinbar 84% der Klamotten. Wie viele habe ich denn? Sammlung? Äh, Möbel. Also, Möbelsets habe ich zwei Achso, warte mal. Ich muss jetzt auf alles gehen. Alle Bereiche. Möbelsets habe ich 82%. Kleidungssets 96%. Irgendwas fehlt mir auf jeden Fall noch. Vielleicht irgendwas aus dem Shop oder so. Das könnte sein, ne? Beim Sternfahrt wollte ich nur die Monster AG Jacken, also die Skins. Ja, die sind auch cool, außer die von Mike. Die sehen ein bisschen dully aus. Leider. Ich will hier rein! Lasst mich hier rein! Ab Akt 3 wahrscheinlich. Machst du heute Sternfahrt weiter? Ich hab ja alles fertig. <laughs> ich, hab, ich, ich hab ja Sternfahrt fertig gemacht, sozusagen. Mir fehlen jetzt eigentlich noch ein paar Sticker und so weiter. Wir machen erstmal gleich Gewinnspielauflösung. Voll süß, das neue Eichhörnchen. Äh, meinst du das Incredible Eichhörnchen? Der, der ist ganz süß, das stimmt. Der ist ganz putzig. Aber ich hätte gerne noch Chip und Chap. Chip und Chap! Ritter des Reichs. Chip, Chip und Chap. Hat einen Tag keine Kiste gefunden, noch nicht mal eine Grüne. Das ist doof. Aber es gibt schon so viele Eichhörnchen. Darum soll ja unbedingt ein Hund kommen. Oder fliegender Teppich wäre auch cool, dass er immer hinter einem herfliegt. Fände ich auch witzig. Wissen wir leider nicht, Angela. Zwei, drei Wochen. Also nächste Woche glaube ich nicht. Ich denke zwei Wochen mindestens noch warten. Ich frage mich, was Anna wohl vorhat. Ne? Mogler, du hast gekauft, Olli. Ja, ich musste, ich habe keine Zeit dafür gehabt. Ich hatte keine Zeit. Und ich wollte noch ein Video dazu machen. <laughs> Gibt es jeden Tag Kisten? Ja, es gibt jeden Tag eine Kiste. Und bis zu drei Kisten können sie sich aufsparen, sozusagen, über die äh, Tage. Hallo, Nathalie, da ist sie. Nathalie Domli, hallo. Herzlich willkommen. Die Steinplatte hatte ich letztens endlich nach ewig lang Warten. Meinst du die mit, dem mit der Fontäne? Oh, leider nur eine Münze, schade. Da noch nicht mal ein Beutel. Das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ich glaube, man kann ja auch nicht so gut bauen. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele Ecken und Kanten. Das wird, glaube ich, sehr unbefriedigend mit den Wegen hier. Guck mal, wie zackig das hier alles ist. Das wird, glaube ich, ziemlich schwierig für mich werden. Ne? Drache wäre auch cool. Dumbo wäre auch cool. Ne? Wir haben auch Olli immer zu viel abgelenkt. Ach, Quatsch. Nein, nein, nein. <laughs> ich bin ja eh nicht so der Sternaufg Sternfahrtaufgaben-Typ. Ich, ich rede ja lieber mit euch. Das stimmt, aber ja, ich finde die ja nicht so spannend leider. Da finde ich es lieber spannender, mit euch zu reden. Ich hätte gerne die kleine Feuerexe. Ja, die wäre auch cool. Das stimmt, die wäre auch sehr, sehr geil. Genau, da würde ich sagen, da machen wir einfach schon mal so ein bisschen Gewinnspiel, oder? Machen wir Gewinnspiel. Fände ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu tun. Dann würde ich sagen, da zeige ich euch erstmal mal die Gewinne. Einen Moment. Dö, 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 dö. Genau, einmal zu gewinnen gibt es einen Gutschein von Smith Toys im Wert von 30 Euro. Da wird natürlich gleich das beste Bild gewinnen. Beziehungsweise, wir werden uns eine Top 10 aussuchen und daraus ähm, abstimmen. Beziehungsweise auslosen, weil ich glaube, das wird ziemlich schwierig, ein Gewinnerbild zu finden. Viele sind nämlich auf einem Niveau. Baby Pegasus, ja, der ist auch süß. Der ist auch richtig süß. Und natürlich gibt es hier das Lego Set. Von Animal Crossing. Und es gibt noch einen dritten Gewinn, den werden wir auch noch gleich äh, verlosen. Ich würde sagen, kümmern wir uns erstmal um das Lego-Set. Genau. Da kümmern wir uns erstmal ums Lego-Set. Da sind ja unter allen Kommentaren, das warte, ich zeige es euch mal. Genau unter allen Kommentaren, unter diesem Video, unter dem letzten Stream, die sind beim Gewinnspiel dabei. 45 Kommentare gab es. Einer von euch wird gewinnen. Einer von euch wird gewinnen. Ich habe gerade noch mal so ein YouTube-Kommentar-Auslose-Tool probiert. Leider wird der Link nicht akzeptiert, komischerweise. Ich habe es bei drei so Dingern probiert, funktioniert nicht. Darum werde ich es jetzt einfach so machen, dass ich die Augen zumache. Ich möchte nur einen Olli-Kalender. 10.000 Abonnenten, dann kommt der Olli-Kalender. Ich werde einfach gleich die Augen zumachen, einfach mit dem Pfeil irgendwo stehen bleiben. Derjenige hat gewonnen. Ne? Da kann derjenige sich bei mir melden, egal wo. Wenn er sich nicht meldet, machen wir nächste Woche noch mal, würde ich sagen. Ja. Der kann dann dieses tolle Lego-Set gewinnen. Hallo, Nadine. Hallo, hallo, hallo. So, aber bis jetzt haben wir auch alle Gewinne mal los. Sind wir auch alle Gewinne losgeworden? So, Trommelwirbel. Drrr, ich weiß nicht, ob alle im Chat sind, die auch hier reingeschrieben haben. Spannung steigt. Drrr, ich mache jetzt die Augen zu und wir bleiben irgendwo stehen. Drrr, und gewonnen hat das Lego Animal Crossing Set. Mmh. Oh, Wo ist denn der Pfeil? Ach da. Gewonnen hat hier Alexandra. Würde gerne das Lego-Set für meinen Neffen gewinnen. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wuhu. <laughs> -huh. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Alexandra. Ich glaube, du bist sogar im Chat drin, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Du hast gewonnen das Super Animal Crossing Lego-Set. Für den Neffen. Da freut er sich. Das freut mich, dass es auch an ein Kind geht. Das ist sehr, sehr cool. Viele Grüße an den Neffen, da wird er sich hoffentlich freuen. Ne? Musst du einfach deine Adresse schreiben, per E-Mail, Facebook, Instagram, Onlyfans, ähm, wo du möchtest. Ne? Ich bin überall erreichbar. Ne? Singendes Telegram geht auch. Kannst du mir auch per Drohne was schicken? Ich weiß nicht, ob du im Chat bist. Du wirst wahrscheinlich danach gucken. Ich werde auch nochmal in den Kommentar schreiben, warte. Ich sag, sag nochmal, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. So. Oh, warte. Ohne Rechtschreibfehler, bitte. Du hast gewonnen. Wunderbar. Absenden, antworten. Herzlichen Glückwunsch. Woo! Du brauchst Konfetti, Olli, zum Jubeln. Ja, ich müsste so einen Knopf haben, ne? <laughs> Und der zweite Gewinn ist ein Tortenbild. Genau, das hat uns der liebe Mr. Stutch zur Verfügung gestellt. Im Wert von 30 Euro. Da könnt ihr so ein Bild auf eure Torte machen. Das Bild ist auch essbar. Das ist aus Oblaten, ne? Das ist nämlich der liebe Alexandra Flau aus. Der hat auch eine Facebook-Gruppe. Das heißt, der ist glaube ich Disney Dreamland Valley-Gruppe, das Original. Geht da gerne drauf. Der hat mir das zur Verfügung gestellt und ich wollte jetzt das an jemanden verlosen, der auch wirklich was vielleicht damit anfangen kann. Also kann ich weiß nicht, könnt ihr damit was anfangen mit einem Tortenbild, damit das auch benutzt wird. Nicht, dass es dann irgendwie vergammelt oder so aus dem Gutschein. Ne? 30 Euro Gutschein wäre das. Geht auch gerne auf die Seiten Tortenbilder-Spezial. Das würde ihn, glaube ich, sehr, sehr freuen. Ist auch cool gemacht hier, die Animation und so weiter. Diese Oblaten schmecken wirklich nach nichts. Harry Plüschkater, die schmecken wundervoll. Also, na hör mal. Ich glaube, die sollen auch nach nichts schmecken. Das ist, glaube ich, der Sinn der Sache. Genau, ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Frage stelle oder sowas. Also, wer hat denn Interesse daran? Ich bin da überlegen, ob ich jetzt eine Frage stelle und wer die zuerst beantwortet bekommt, den 30 Euro Gutschein. Könnt ihr könnt da eintippen, wenn ihr was bestellt im Warenkorb und dann kriegt ihr das. Oh, wäre geil. Meine Freundin hat bald Geburtstag, eine geile Idee. Meine Tochter hat nächsten Monat Geburtstag, also backt dir selber Ja, ich backe viele Torten. Okay, ich würde sagen, was stelle ich? Denn? Ich stelle jetzt einfach eine Frage. Wer mir das zuerst in den Chat schreibt, gewinnt es einfach. Würde ich einfach mal so sagen, oder? Wir machen das einfach mal. Ich mache jetzt mal spontane Frage. <laughs> Seid ihr bereit? Ich warte erstmal noch ein bisschen. Hallo Levi, hallo, hallo, hallo. Ich warte erstmal ein bisschen. Jeder kann sich mental darauf vorbereiten. Ich halte mich raus. Ich gönne es jedem. Sehr gut, Jasmin. Ist, glaube ich, auch ein sehr spezieller Preis. Man muss natürlich vielleicht Torten backen und das dann da drauf machen irgendwie. Oder, da, oder eine Torte bestellen. So, das soll ja auch benutzt werden. Hätte Interesse, meine Frau würde Harry, Harry Styles drauf machen. Hallo AnikoTV. Nico TV. Ja, der ist doch ein cuter Boy. Der ist doch süß. Voll süß, ich hoffe, jemand freut sich darüber. Ich hoffe auch. Dann würde ich sagen, die Frage ist, welches Sternzeichen habe ich? Wer es jetzt zuerst in den Chat schreibt, gewinnt. Aber wirklich nur die mitmachen, die es auch wirklich brauchen. Nicht, dass ihr es das dann nicht benutzt oder sowas. Welches Sternzeichen habe ich? Jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich auch schon, glaube ich, zweite Million Mal gesagt. Echt? Dreamland Valley hat gerade das Peppy-Popcorn-Eichhörnchen gezeigt aus dem neuen Sternpfad. Steinbock! Ich, Nan, du hast gewonnen! Ich, Nan, herzlichen Glückwunsch! Schütze! Oh, knapp! Jenny Kunz, Schütze ist kurz vor Steinbock. Widder ist, glaube ich, Widder ist noch weiter in Werk. Känguru! Rüdi! Du kriegst den Trostpreis. Einen feuchten Händedruck von mir. Und einen Schmatzer. Genau, Steinbock, ich glaube, Naan, ja, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Nan, kannst du das denn auch gut gebrauchen? Kannst du das gut gebrauchen? Yeah, ich hoffe. Oder möchtest du es verschenken oder sowas? Hallo, Basti Fikus. Magst du meine Frau mal grüßen, die Daria, die du seit Tagen bei uns im TV läufst? W wäre das lustige. Äh, viele Grüße an Daria. Ey. <laughs> Immerhin bin ich besser als Temptation Island und ge prominent getrennt. Also das Trash-Niveau das Trash ist dasselbe, aber ich bin besser. Dankeschön. Ey, super süß. Basti. Gute Freundin oder Frau sogar, gute Frau. Herzlichen Glückwunsch, Nahn. Dann schreib mir gerne deine Adresse und dann kriegst du das. Dann schicke ich dir den Code zu. Ne? Mist, meine Tochter ist Schütze. Die hat am 22. Ja, ich glaube, 23. Steinbock. Ganz knapp. Herzlichen Glückwunsch, Nahen. Ich hoffe, du kannst es wirklich gut gebrauchen. Ne? So, meine Lieben. Genau, du hast dann äh, nee, Smith Toys. ne das machen wir jetzt gleich. Machen wir Full Cam. Hallo! Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Alexander das gesehen hat oder Mr. Dutch. Jetzt gehen wir mal in den Discord und gucken uns die schönen Bilder an. Ja, danke. Schenke ich meiner Tochter. Die backt für ihr Leben gerne. Geil. Ey, freut mich. Viele Grüße an die Tochter. Ist doch wunderbar. Dann ist das ja gut angekommen. So, genau. Machen wir mal hier. Gewinnspiel. Ollis Gewinnspiel 2. 40 Bilder waren es insgesamt. Äh, krass viele, äh, danke fürs Mitmachen, krass viele gute Bilder auf jeden Fall. Ne? Herzlichen Glückwunsch an beide Gewinner schon mal. Ich hoffe, Alexander sieht das auch. Ey, warte, ich will das Eichhörnchen angucken. Warte mal. Wir gucken uns das Eichhörnchen an. Als ob die das jetzt schon gepostet haben. Echt? Oh. We love seeing your guests on X- and Facebook-Posts yesterday and said to share. Hä, ja, aber wie schnell die jetzt schon die Sachen teasern für das neue Update? Das haben die auch sonst nicht gemacht, oder? Hä? Boah, ich dachte schon, der kackt, der kackt Popcorn, aber es kommt aus seinem Rücken raus. And the Escalistic Shares of tears. a Peppy Popcorn Scribble, arriving in your next Star Path. Okay. Wir haben uns alle so Gedanken gemacht, was das Popcorn das Eichhörnchen sein könnte. Das ist einfach ein Popcorn-Eichhörnchen. Das sieht kacke aus. <laughs> ja, es ist nicht sehr schön, ne? Es, ja, also, es fehlt doch ein Messer in der Hand, da könnt ihr im Horrorfilm mitmachen, ne? Update kommt Mittwoch bestimmt. Das ist ja wild, Jessica. Aber das hätten die doch jetzt schon angekündigt. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche. Krass. Okay, die sind echt schnell diesmal, ne? Cool. Ja, okay. Haben wir das auch gesehen? Krass. Okay, die sind wirklich schnell mit dem Anteasern. Ich sag doch, Mittwoch kommt das Update. Aber es wäre doch. Da, da läuft doch noch der Sternfahrt, oder nicht? Das wäre doch viel zu schnell. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht, Nathalie. Kann es sein, dass der Monster-AG-Stempel zu spät kam und der neue deshalb zeitiger kommt? Ja, weil die, glaube ich, drei Monate fürs andere Update gebraucht haben. Vielleicht sind sie jetzt schneller, dass genau nach zwei Monaten das Neue kommt. Oh, Hübsches anders. Aber es kommt ja auch auf die inneren Werte an. Der hat Popcorn. Aber ich hoffe, Süßes zumindest. <laughs> ne? Warum sehe ich nicht alle Kommentare? Weiß ich nicht. Oder auch die Motivation dafür geht mir langsam aus. Schönes anders. Der ist, der ist doch vielleicht ganz süß. Vielleicht hat der innere Werte der Arme. Aber krass, dass sie jetzt schon was posten. Ich bin beeindruckt. Dankeschön, Jessica. Dankeschön. So, genau, 40 Bilder gucken wir uns an. Es geht jetzt um den Smith Toys, 30-Euro-Gutschein. Das beste Bild wird gewinnen, obwohl wir wahrscheinlich wirklich nur 10 Bilder finden werden ähm, und dann auslosen oder sowas. Müssen wir mal gucken. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal von oben an. Ich versuche mich relativ zu beeilen, damit es nicht zu lange dauern wird. Jetzt machen wir das Gewinne. Also, wir haben schon zwei Gewinne eigentlich ausgelost, witzigerweise. <laughs> so, ein bisschen heller, wunderbar. Sternfahrt direkt nach Sternfahrt wäre irgendwie zu schnell, glaube ich auch. Spätestens nächste Woche, frühestens nächste Woche. Also, Mittwoch wäre natürlich cool. Eben hier das Eichhörn, was Weihnachtliches, oder bin ich, bin ich nur das? Ja, so ein bisschen, ne? Das stimmt, so ein bisschen hat das was weihnachtliches. Olli, du musst knallhart sein. Okay, fangen wir erstmal an. Ich habe jetzt vorher auch keine Herzen vergeben oder so. Thema war völlig frei. Ihr konntet machen, was ihr wollt. Ich glaube, das war nicht so gut. Wir hätten uns, glaube ich, echt ein Thema aussuchen müssen. Ne? Aber ich wollte es schwer machen. Es geht immerhin um 30 Euro Smith Toys Gutschein. Ich will es nochmal sagen. Da kann man sich irgendwie was Cooles holen. Ähm, Pokémon-Karten oder sowas. Ne? Hallo Schildkröte, hallo. Hätte auch mal ein komplett neues Tier. Die Turteltauben waren auch. Ja, die tut. Ich kann auch keine Eichhörnchen mehr sehen. Problem ist an den Eichhörnchen, die sind so klein. Die sieht man eh nie. Ich nehme nie ein Eichhörnchen als Begleiter mit. Das ist das Blöde. <laughs> ne? Jetzt wird es erneut spannend. Da waren so viele tolle dabei. Genau, Snow White würde ich erstmal sagen. Das Bild, das habe ich mir schon gedacht beim Durchskippen, Das Bild kenne ich ja leider schon. Das hast du ja bei Dreamsnaps schon benutzt. Ich würde sagen, dass wir vielleicht solche Bilder rausnehmen. Ich habe natürlich, ich kenne natürlich jetzt nicht jedes Bild, aber das hast du ja bei Dreamsnest benutzt. Das ist ja gar nicht extra für mich gemacht. Das ist ja gar nicht extra für mich. Das hast du ja noch mal recycelt. Was jetzt nicht schlimm ist. Das ist auch ein gutes Bild, ein schönes Bild. Ich mag das eigentlich auch, aber ich würde es ich dann erstmal rausnehmen. Das ist wirklich hübsch. Danke für dein Mitmachen. Ich werde die dann auch hier löschen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir immer weh. Ich muss es leider löschen. Ein bestimmtes Thema wäre echt schön gewesen. Machen wir nächstes Mal. Das ist auch wirklich besser. Olli, du musst dich nur noch mehr an Twitch gewöhnen. Ja, mach, wir machen jetzt auch mehr Twitch. Auf jeden Fall. Jetzt wird im Schlafzimmer weitergeguckt. Ramba Zamba. Die Eichhörn könnte mal klettern lernen. Das fände ich witzig. Eins der neuen Tiere wäre so cool gewesen. Vielleicht kommt ja noch ein Hund oder so. Aveda. Genau, finde ich ein sehr cooles Bild, geht auch in dieselbe Schiene, dieses Archäologie-Ding. Finde ich eigentlich ganz witzig, finde ich auch nochmal besser. Sieht auch mega krass aus hier hinten, das sieht cool aus. Cool dekoriert, cooles Outfit, hier äh, Donald ist witzig. Und cooles Bild würde ich erstmal so beibehalten wollen. Dann machen wir mal hier Reaction, machen wir mal ein, äh, hier, ein weinenden Olli. <laughs> genau. Ich möchte auch gerne Pluto als Begleiter, könnte kommen. Oder oh, ist ähm, vielleicht der Teppich oder sowas? Und ihr muss morgen Zeitzweck Spot auf Twitch. Ja, mache ich noch. Machen wir noch. Machen wir noch. Ja, es wäre nice, wenn man die Tiere auf die Schulter und den Kopf setzen. Lässt. Das wäre auch cool. Auf jeden Fall sehr schönes Bild. Sanitorium. Guck mal hier mit diesem coolen Hintergrundbild. Die kosten ja sogar Geld. Ne, diese Discord Hintergrundbilder habe ich heute gesehen. Auch so 15 Euro. Für so ein Hintergrund-Animationsbild. Das ist schon cool, aber echt teuer. Finde ich krass. Genau, Sonitorium. Auch ein gutes Bild, würde ich sagen. Ne, ist auch, ähm Moment, oh, ich muss den Chat mal wieder einblenden. Ne, warte mal. Der Chat ist ja noch gar nicht da. Moment. Oh nein. Äh. Hä? So, jetzt. Zumindest der YouTube-Chat ist da. What? Moment. <laughs> Ach, wir lassen den Chat da. So ist, so ist auch gut. Passt schon. Warum kann ich den Chat nicht verschieben? Jetzt machen wir es hier hin. Wunderbar. So. Mit Nitro nur für 4 Euro. Ja, okay. <laughs> so, genau. Finde ich auch ein gutes Bild, gut beleuchtet. Ich will ja auch nicht zu lange jetzt bewerten. Sieht auch super aus. Mir wäre es, glaube ich, ein bisschen zu wenig für einen Gewinn. Also, sieht schon sehr gut aus. Es wäre mir auch so ein bisschen zu leer. Und mir würde noch so ein bisschen der Wow-Effekt fehlen, dass ich denke, boah, das, das sieht jetzt wahnsinnig mega cool aus. Das sieht echt sehr gut aus, ist super toll, auch Outfit passt und so. Finde die Szenerie auch schön, aber da würde mir noch so ein bisschen so ein Bam-Effekt fehlen. Weißt du? Vielleicht bin ich auch der Fan von hellen Bildern. Danke, Sani-Tutorium, danke fürs Mitmachen. Seid mir bitte nicht böse. Natürlich nur alles meine eigene Meinung. Vielen, vielen Dank, ne, Fürs Mitmachen. Bei, beim Bild White Seagull musst du wissen, dass ich Trichelle gemacht habe. Da bin ich gleich gespannt. Da bin ich ja echt mal gespannt. Shelly. Hallo, Schildkröte. Das ist zu leer. Das hatte ich auch nach dem Abschicken erst festgestell festgestellt. Es sieht ja trotzdem gut aus. Leer heißt ja nicht immer schlecht. Aber es fehlt mir so ein bisschen der. Boah, dieser, dieser Impact, dass ich sage, uff, das ist jetzt so ein Gewinnerbild, weißt du? Das, das sieht gut, sehr gut sogar aus. Aber, ne? So, Shelly. Shelly, genau. Ich versuche immer so ein Thema ein bisschen dahinter zu entdecken. Gut beleuchtet, die Begleiter sind auch ganz gut. Hier so ein bisschen Weg und so weiter und so fort. Auch ein gutes Bild, aber ich glaube, wir werden noch bessere Bilder sehen. Ne? Ich, das Outfit verstehe ich auch nicht leider zur Szenerie. Das würde mir hier nicht hier so hinpassen. Hallo, kleines Kati. Hallo, guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Ne? Da würde mir noch so ein bisschen auf was fehlen. Mir ist leider voll schlecht geworden. Ach, Quatsch, kein Bild ist schlecht. Ich habe es hier schon alle so ein bisschen gesehen, da ist kein schlechtes Bild dabei. Mir würde das Outfit nicht so zur Umgebung passen. Und es fehlt mir so ein bisschen so ein Konzept dahinter irgendwie. Weißt du? Es ist, glaube ich, auch schwer ohne Thema, aber sieht auch gut. Es ist trotzdem ein gutes Bild. Hier zum Beispiel hätte mir noch Weg gefehlt oder hier so ein Weg und die Blumen sind auch so ein bisschen einfach nur drei nebeneinander. Da würde mir auch so ein bisschen noch was fehlen. Noch ein Feature fürs Spiel. Man kann Bilder von anderen absprechen und sie dann als Bild aufhängen. Das wäre auch cool. Das stimmt. Das wäre auch richtig, richtig cool. Würde mir auch gefallen. Ne? Cool wäre zum Beispiel Pascal, dieses Chamäleon von Rapunzel als Schultertier. Wäre auch cool. Ja. Wäre auch cool, wenn man sich in das Tier verwandeln könnte. Darum würde ich dich leider auch rausnehmen. Es tut mir sehr leid, Shelly. Ähm, ne? Danke, danke, danke schön fürs Mitmachen. Ich muss es leider löschen. Es ah, tut mir so leid. Oh, hallo, Miss Undercover. Hi. Es tut mir so leid. Aber ich muss leider die Besten vom Besten raussuchen. Miss Undercover. Finde ich auch ein schönes Bild, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Schön pink. Hit mit den Schwänen finde ich süß. ne? Finde ich auch cool. Dieses Outfit finde ich süß. Es könnte noch mal ein bisschen mehr Sonne vertragen. Die, um die Lampions finde ich schön. Die Blümchen finde ich gut vorne. Da finde ich auch die Blumen sind ein bisschen näher dran. Vero. schlaf schön. Dankeschön fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank. Ich hätte gerne mehr Schmuck und Taschen im Spiel und mehr Röcke. Kommt bestimmt alles noch. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein großes Rockpack oder so. Auch mit dem Brunnen und so weiter, finde ich auch schön. Finde ich auch sehr gut. Ja, ich, ich würde es auch erstmal lassen. Mal gucken, wir machen hier Weinen-Emoji. Cinderella. Muss heute 9 Uhr ins Bett. Ich weiß, du musst immer 9 Uhr ins Bett. Ich musste auch früher 9 Uhr ins Bett, wo ich 12 oder 13 noch war. Da musste ich auch mal 21 Uhr ins Bett. Das weiß ich noch. Cinderella, das war auch immer meine Zeit. Manchmal konnte ich auch länger, wenn Günther ja auch ein bisschen länger gemacht hat oder so. Es tut mir leid, ich muss die Ganze wieder aufstoßen, ihr kennt das ja. Der alte Mann trägt so viel Cola wieder. Ne? Ja, finde ich auch, ist auch ein okayes Bild. Das ist schön mit, der, mit, der, ähm, mit dieser Finca, mit Mirabel. Das passt das ist sehr bunt und freundlich. Passt auch gut in den Dschungel rein, Outfit passt auch gut. Leider wieder so ein bisschen im Schatten. Und diese Pose bin ich auch nicht so der Fan von. Ne? Ja, hat für mich jetzt auch nicht so einen krassen Impact, wo ich sage: Oh, das ist, das ist sehr, 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 sehr krass. Ne? Ist auch ein sehr schönes Bild, ein schönes Bild, aber müsste ich leider auch rauskicken. Es tut mir sehr leid, Cinderella. Es tut mir leider sehr leid. <laughs> Nachricht melden. Nur löschen. Löschen reicht schon. Cola aus der Dose ist auch mega. Noch besser ist aus, aus der Glasflasche. Das ist noch geiler. Ich hätte gerne mehr ähm, Deko für Teiche, wenn ich diese schon nicht verschieben kann. Die Schwäne haben wir jetzt bekommen. Dafür kriegen wir jetzt ein cooles Popcorn-Eichhörnchen. Come on. Man kann nicht alles wollen. Popcorn-Eichhörnchen ist auch mega. <laughs> ne? So. Oh, Star Princess. Genau, das hatte ich auch gesehen. Se Leider Selfie-Modus. Da bin ich ja auch nicht so der große Fan von. Ich bin, ich bin nicht so große Fan von. Ich finde es auch zu dunkel. Aber ich finde es eigentlich ein cooles Bild. Ich mag das Selfie-Bild voll gerne. Ich fand das sehr sympathisch. Hier, wie sie guckt, wie sie guckt. Ich finde das irgendwie süß. Umgebung. Hier Olaf finde ich süß. Die Umgebung ist halt sehr eisig und sowas, ne? Und es ist relativ dunkel. Man könnte natürlich noch mehr dekorieren und so weiter. Da würde mir noch ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Mühe fehlen, was andere noch mehr reingepackt haben. Aber an sich ein cooles Selfie-Bild, muss ich sagen, ne? Lieber Deko als dieses Popcorn-Eichhörnchen. Jetzt müssen wir damit leider leben. Wir müssen mit dem Popcorn-Eichhörnchen leider zurechtkommen, Ulrike. Es tut mir sehr leid, ne? So, ich würde leider Star Princess auch aus aber ein schönes Selfie-Bild Finde ich gar nicht so verkehrt. Es tut mir sehr leid. Star Princess. Ne? Bitte kein D-Abo. <laughs> ihr könnt höchstens Daumen nach unten geben. Das akzeptiere ich noch. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn euer Bild dabei wäre, wenn ihr es auch morgen, übermorgen und so seht. Ne? Was ist ein Popcorn-Eichhörnchen? Das wurde gerade gezeigt bei äh, Social Media, was im neuen Sternpfad ist. Absolut wunderschön ist es. Aber eher von innen. Kalipunan, du bist auf jeden Fall auch im Chat drin. Gucken wir mal, ist mir auch schon aufgefallen. So ein Bild von oben. Ich finde krass, was du hier gebaut hast. Krasse Mühe. Das, sieht, das ist wirklich krasse Mühe. Vor allem mit den Blümchen und mit dem Weg und so weiter und so fort. Auch so ein Herz finde ich echt süß. Finde ich echt cool. Auch mit hier Erik oder wer ist denn das hier? Dein Charakter und Ariel. Hier vorne die beiden finde ich witzig. Ne, finde ich cool. Hier hinten ist auch gut dekoriert. Ne, aber es würde nicht so ganz mein... Geschmack so treffen. Weißt du, wie, weiß, wie ich meine? Es, es fehlt mir auch so ein bisschen Struktur. Es ist halt ein großes Herz so am Strand. Ich, ich würde das lieber mögen, wenn du mehr am Charakter dran wärst und so weiter. Bei uns geht gerade die Welt unter. Ja, bei uns war auch schon krasser Regen. Ne, aber es ist trotzdem gut beleuchtet. Das ist auch super viel Mühe. Aber, ne, es ist halt so, ein, es ist halt so eine Form, die du gemacht hast. Die kommt auch gut zur Geltung, wenn du, weil du das von oben fotografiert hast, aber mir würde noch so das gewisse Etwas fehlen, auch dass hier dann plötzlich so Goldhaufen liegen und so und hier auch diese große Spitze von Ariels Haus und so weiter, ne? Das Herz sieht wirklich cool aus, Nathalie, das stimmt. Aber es ist nicht ganz mein Geschmack. Das würde es nicht so ganz treffen. Darum, vielen Dank für, dir, für das Einreichen. Aber auf jeden Fall viel Mühe, ey. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Sei mir bitte nicht böse. Sei mir bitte nicht böse. Leider müssen wir uns löschen. Oh nein warum bringen die keine Sachen, die keiner haben möchte, Chip und Shep oder generell ältere Charaktere wie Gummibären oder andere alte Sachen wären cool, Ulrike, weil, ich weiß auch nicht, ich sag ja immer, die sind faul, sie sind vielleicht einfach, oder sie haben keine Zeit, ich weiß es nicht, sie bringen halt immer dieselben Tiere, nur mit anderen Klamotten, finde ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen, ich weiß es leider auch nicht, ich, ich glaube auch nicht, dass die Community das so abfeiern würde, das Eichhörnchen, was Popcorn, was Popcorn kackt, aber ich, ich, wir können es leider nicht ändern. Ich würde mir auch was anderes wünschen. Patrick, hier ist deins. Du musst doch keine Angst haben. Ist doch ein gutes Bild. Genau, ist auch so von Weiten gemacht. Ich bin nicht so dieser Fan von diesen ganz weiten Bildern. Wenn, dann muss das wirklich ein übelst krass flashen. Das muss richtig krass gebaut sein. Ähm, ne, ist auch ein gutes Bild. Finde ich auch cool gestaltet mit, ähm, mit den Labyrinthen, mit der Mauer hier. Bell Schloss, die Bäume, das passt. Bell Beast, ist drauf dein Anzug passt. Es ist auch gut beleuchtet und so weiter. Ich glaube, ich hätte mir noch ein bisschen von näheren gewünscht. Irgendwie, ne? Ist trotzdem ein sehr gutes Bild auf jeden Fall. Gut dekoriert auch mit den Beeten und so, das passt schon alles. Aber ne, es, trifft, es, ist, es trifft nicht so ganz mein Geschmack. Ich mag dann eher so solche Bilder. Das ist für mich, glaube ich, so dieses Favorisierte. So, aber es sieht auch schön dekoriert aus. Vielleicht wäre es mir auch ein bisschen zu viel Labyrinth hier vorne. Ich hätte es noch ein bisschen näher gemacht, damit das Labyrinth nicht so, so groß im Vordergrund ist, weißt du? Tut mir sehr, sehr leid. Oder die sind zu jung und kennen die alten Charaktere nicht. Ja, das wär's ja. Wer ist Mickey Maus? Wer, wer ist denn das nochmal? <laughs> ne? Alles klar, Jessica, schlaf schön. Danke fürs Einschalten. Ich glaube, jeder hat einfach was komplett anderes erwartet als das Popcorn-Eichhörnchen. Ja, ich habe Chip und Shep erwartet und einfach irgendwie ein Kino oder sowas. So eine Kino-Leinwand, das hätte ich jetzt erwartet, aber naja. Dann werden wir wahrscheinlich wirklich ein Auto bekommen, wo ein Hund drin sitzt. <laughs> so wird es wahrscheinlich sein, ne? Es tut mir trotzdem sehr leid, Patrick. Es ist trotzdem echt ein gutes Bild, aber... Ne? Ich glaube, für den Gewinn reicht es leider nicht. Es tut mir sehr leid, oh, Patrick. Gib aber nicht auf, das ist trotzdem echt ein gutes Bild. Hallo, Wieb. Guten Abend. Danke fürs Einschalten. Hallo, Steffi. Ha! ha. Wie wir in der Grundschule gesagt haben. Ha. Ha. Ne? Aber es ist wirklich nicht schlecht... Ich stehe tatsächlich nur auf, auf Original und die ganz normale mit Zucker. Light, Zero und Sherry ist nicht mein Ding. Die normale ist auch wirklich lecker. Die normale Cola hat aber Zucker und klebt wie Sau. Das ist das Problem. Das ist das Ding. Lauri. So, genau. Vergessenes Land. Ja, finde ich ganz gut dekoriert und so weiter und so fort. Ist auch okay beleuchtet. Keine Rahmen, keine Filter macht ihr, glaube ich, fast eh nie. Ja, zum Beispiel, da würde das Outfit für mich auch nicht zur Umgebung passen. Es muss ja so trotzdem eine passende Thematik haben. Es ist gut dekoriert und so weiter. Mir würden dann noch so ein bisschen Laternen fehlen und so weiter. So ein bisschen mehr vielleicht ein Begleiter noch. Mehr Dekoration. Es ist sehr buschig. Also sehr lila buschig. Da würde mir noch ein bisschen was fehlen. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit aufstoßen muss. Es ist wirklich ein Graus. Ich darf echt keine Cola mehr trinken. Eigentlich. Aber ich tue es trotzdem. Es tut mir sehr leid. Danke nochmal für die ganzen Spenden und äh, danke fürs äh, Däumchen äh, hochdrücken und für, das, für die lieben Kommentare. Ne? Ich hoffe, ihr seid einverstanden mit meiner Bilderbewertung. Ich muss es muss schnell gehen und knallhart. Ihr kennt doch die erste Bilderbewertung, wo wir eineinhalb Stunden gebraucht haben. Ich fast geheult habe. Ne? Mir geht's gut, wie ich hoffe dir auch. Vanille-Cola ist aber schon grenzwertig. Noch schlimmer ist kirsch -Cola. Die ist auch fürchterlich, finde ich. Cola trinkt man nicht nur <laughs> nicht pur, sondern nur mit Bier. Ja. ne? Ist auch ein gutes Bild. Wie gesagt, mir wäre es hier zu viele Büsche und so weiter. Zeit, wenn Marc, Marc Olli keine Büsche mehr. Ich mag Büsche, aber die Büsche müssen gut ähm, hingestellt sein. Das ist mir so ein bisschen hier too much. Und ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, irgendwie. Das wäre mir ein bisschen zu wenig für ein Gewinnerbild, wie gesagt. Aber ist trotzdem ein gutes Bild, aber ne, da fehlt mir noch so ein bisschen. Es tut mir sehr leid. Lauri, danke fürs Mitmachen. Danke, danke, danke schön. Es tut mir sehr leid. Ich liebe Vanilla Coke. Ich habe die früher mal als Teenager getrunken. Sie ist okay noch. Ich, also, ich könnte sie auch noch trinken. Trichel-Bild bin ich gleich mal sehr gespannt. Vanille Coke ist eklig. Kirsch-Cola. Kirsch-Cola ist aber auch... Dr. Pepper ist, glaube ich, auch Kirsch-Cola, ne? Nur getoppt von Dr. Pepper. <laughs> ja, die ist auch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ne? Sonst heißt es immer Büsche, Büsche, Büsche. Ja, aber die Büsche müssen auch sinnvoll integriert werden auf dem Bild. Das bringt ja nichts, wenn du nur zehn Büsche hin Das muss auch gut aussehen. Das war mir so ein bisschen zu viel Busch vorne, ne? Dr. Pepper Beste. Beste Brie. So, Lisa, genau. Das wirkt auch so ein bisschen wie ein Bild von dem äh, von Dream Snap Merlin und Antike. Ich weiß nicht, ob das davon ist. Ne? Nächste Mal machen wir auch wieder eine Thematik. Schön dekoriert mag ich sehr gerne. Charakter passt, Merlin passt. Sehr gutes Bild. Ne, am Ende löscht Olli alle Bilder. Äh, ich, nein, 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 nein. Ich, die guten, die, die ich ja sehr gerne mag, die bleiben ja erstmal. Auch ein sehr gutes Bild. Gutes Bild, aber es trifft auch nicht so ganz meinen Geschmack, wo ich sage: Boah, das, das sieht wahnsinnig geil und krass aus. Das sieht sehr gut aus hohes Niveau, toll dekoriert, cool. Aber auch diese Perspektive, ich mag diese Perspektive von diesem Weiten nicht so ganz gerne. Es ist nicht ganz so mein Geschmack, weißt du? Es tut mir auch sehr, sehr leid, aber auch ein echt gutes Bild. Es sieht auch echt gut aus, ne? Ja. Dankeschön fürs Mitmachen, Lisa. Es tut mir sehr, sehr leid. Bitte nimm's mir nicht übel. Bitte, bitte, bitte. <laughs> es tut mir sehr leid. Löschen. Oh, es ist so hart. Löschen. Bis jetzt haben wir noch gar nicht so viele Bilder. Zwei Bilder habe ich bisher ausgewählt, ne? Beim nächsten Mal mal Olli-Kalender Bilder nachstellen. Ja, zum Beispiel. was sehr gut gewesen. Machen wir auch mal. Steffi H., wir machen gerade äh, Gewinnspielauslosung. Der Gewinner kriegt einen 30-Euro-Smith-Toys-Gutschein. Äh, Miss Celeste. So, okay, sehr viele, sehr viele Lamping-Jungs jungs erstmal. Wäre mir zum Beispiel auch wieder zu dunkel. Outfit ist ganz gut. Man sieht leider kaum was. Ne? Man sieht auch dahinter, ist leider wenig dekoriert. Die, die Pavillons sind, diese Lampignons sind cool. Ich sage mal Pavillons. jungs sind cool, aber sie verdecken leider zu viel vom Bild. Das kaschiert mir zu viel. Da, da fehlt mal einfach Dekoration. Der, auch der Bildausschnitt finde ich auch nicht ganz optimal. Es, es ist halt auch ein bisschen leer. Hier sind halt vier Büsche hingestellt oder fünf. Ne? Das Kleid passt ganz gut, mit dem Boot ist schön. Da würde mir leider auch ein bisschen was fehlen an Gebäuden, an, an Wegen, an Bäumen. Weißt du? Das ist, ja, das ist mir ja, ein bisschen zu viel, leider. Aber es ist trotzdem okayes Bild, aber ich würde mehr dekorieren und die Kamera mehr nach unten. Finde ich auch noch mal besser. Ne, aber Dankeschön fürs Mitmachen trotzdem. Ne? Das sieht toll aus, finde ich. Ja, es werden mir zu viele Lampignons, muss ich leider sagen. Und dahinter ist leider nicht viel, das sieht man. Hier ist einfach komplette Leere. Hier vorne ist leider auch komplette Leere. Das reicht mir nicht für ein Gewinnerbild, weißt du? Hier hat sie auch Lampignons genommen, aber es ist nicht zu viel, weißt du? Man sieht trotzdem, sie hat noch ein bisschen was dekoriert und so weiter. Olli ist heute streng. Ich muss ja leider streng sein. Wir müssen ja einen Gewinner küren. Trotzdem, danke fürs Mitmachen, Miss Celeste. Es tut mir sehr leid. Bitte hasst mich nicht. <laughs> es tut mir sehr leid. Aber ich muss leider. Ich muss leider. Die, die besten Community-Bilder für den Kalender wäre auch cool. Das, das wäre auch cool. Stimmt, können wir auch mal sowas machen. Olli, der Gnadenlose. da hör mal. <laughs> ich kann nicht auf Twitch, muss mich anmelden. Olli muss streng sein heute. Ich stelle mich auch, auch drauf ein. Nächstes Thema: alles Kalender-Shooting ab, ob sexy oder ganz was alles dabei. Können wir auch machen. Vielleicht ist das Popcorn-Eichhörnchen auch einfach verspäteter April-Scherz. Das kann natürlich wohl, wohl, wohl möglich. Ne? Domly, ja. Genau. Das gefällt mir doch immer wieder ganz gut. Ey, in dem Valley war ich doch schon. Da war ich doch, das erkenne ich doch wieder. Genau, ich finde das auch schön dekoriert. Bell, es ist wirklich knackescharf, gut beleuchtet. Das Kleid ist gut, Ausdruck ist gut. Anna sieht gut aus, sie geht gerade shoppen. Ne? Sie ist halt so, sie hat so einen strengen Walk. Sie geht direkt zielstrebig zu Dagoberts Laden. Möchte die neueste ähm, Jogginghose kaufen. Hier die, die, das Krokodil finde ich witzig, schön dekoriert. Finde ich ein gutes Bild. Mag ich gerne. Ich weiß nicht, ob ich es weiterlassen würde. Ich lasse es erstmal weiter, Domli. Würde ich sagen. Ich, ich finde es gut. Ich finde ein schönes Bild. So. Ich finde die, glaube ich, nochmal. Ich finde das bisher sogar das Beste von Aveda, muss ich, muss ich sagen. Ich nehme es erstmal mit in die engere Auswahl. Kriegt dann einen heulenden Olli. Ne? Gut beleuchtet. Oh, meins habe ich nicht gehalten. Sei einfach streng. Nein, ich finde es gut. Ist gut. Ich nehme es erstmal mit in die nächste Runde. Ne? Damit wir erstmal ein bisschen was sammeln. So. Grafik darfst du nicht bewerten. Da mache ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Cola ist quasi mein täglicher Begleiter, seit ich 11. 12. Jahre alt bin. Ey, ich hab früher, habe ich mal meinem Vater gesagt, kannst du mir eine Mezzo-Mix mitbringen? Da haben wir immer bei Sat1 das Quiz mit Jörg Pilava geguckt. Kennt ihr das noch? Das lief mal auf Sat1. Da hat mir mein Vater immer so eine Mezzo-Mix mitgebracht. Oder eine Cola, wirklich, aber mit Zucker. Wirklich mit Zucker. Dann habe ich so einen Strohhalm da reingesteckt und ich bin immer so ein Strohhalmkauer. Ich, 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 ich kau da immer so gerne drauf, damit immer so wenig rauskommt, damit ich immer so ziehen muss. Ich liebe das. Da habe ich immer an dieser 1-Liter Flasche mix oder Cola genuckelt. Das hat er bestimmt jeden Tag gekauft. Also, man hat es dann auch gemerkt, ich wurde dann auch irgendwann im Teenager-Alter ein bisschen pummelig durch dieses Zuckerwasser. Da habe ich das irgendwann weggelassen, direkt 10 Kilo abgenommen oder sowas. Das war wirklich tödlich, aber ich habe dem mir's jeden Tag gegönnt, so, so eine Pulle Cola oder, oder mix das hat richtig angeschlagen bei mir. Ich weiß, du hast es nur gut gemeint, Papa, aber es war wirklich. Es war nicht gut. <laughs> Ihr geht <mezzo> mix <laughs> So, Maddie. Maddie, Maddie, Maddie. So, okay. Campingurlaub. Ne? Ja, Outfit finde ich süß, pur, süß. Den Charakter finde ich schon mal sehr, sehr süß, muss ich sagen. Es wäre mir wieder ein bisschen zu wenig beleuchtet, leider. Es wäre wieder sehr so im Schatten, eher so sehr, sehr dunkel. Und jetzt, Oli, jetzt ist Olli Adonis, ja klar. Natürlich. Werdet ihr auf dem Kalender ja sehen. Ne? Das macht meine Tochter auch, auch auf Strohhalm kauen. Ja, ja, sie, oder? Viele Grüße an deine Tochter. Ich kau immer darauf, ich liebe, also früher zumindest, ne? So. Und ich. Ich, ich irgendwie passt für mich der Charakter nicht zu dieser Camping-Szenerie, dass da so ein Campingwagen steht. Die Decke finde ich passt gut zum Charakter. Ne? das ist irgendwie passt da für mich was nicht. Und es wirkt halt sehr düster und auch relativ leer. Da hätte ich mir auch noch mehr gewünscht. Zum Beispiel so ein paar Blümchen, so ein bisschen freundlicher, heller hätte ich das gemacht, weil der Charakter sehr sehr niedlich und süß ist. Das würde mir so ein bisschen fehlen. Es ist halt sehr Camping, sehr düster und dreckig und leer. Weißt du, wie ich meine? Sei mir da bitte nicht böse. Ist auch ein okayes, solides Bild, aber mir würde da noch was fehlen, Maddie. So ein bisschen, ne? Das wäre mir hier einfach zu dunkel und hier wäre leider nichts für mich. Und dieses Camping passt nicht zu dem Mädchen. Weißt du? Da würde eher so eine Decke passen und äh, so rosa oder so rosa, ähm ähm, ähm, jetzt nochmal Büschchen, rosa Bäumchen, so ein bisschen was fröhliches, hübsches, knuddeliges, ne, also lieber Olli, bis Weihnachten möchte ich bitte mein, dein Kalender haben, 10.000 Abonnenten, dann können wir machen, danke fürs Mitmachen, Maddy, es tut mir sehr leid, sei mir nicht böse, nein, ich komme in die Hölle. So, Money Bunny. Hier sind ja voll viele neue Leute, die kenne ich ja noch gar nicht. Money Bunny. Kommt doch gerne in meinen Discord-Kanal. Links in an Kanal und Videoschreibung. Folgt mir gerne bei Twitch, da werde ich auch wieder immer aktiver jetzt sein. Ihr merkt das ja auch langsam. Äh, ne? Olli, hast du ein One, ein Olli, hast du ein One, ein Two, ein Three, ein Four, ein Five oder Six Pack? Eight, Eight Pack, liebe Shanti. Wirst du auf dem Kalender sehen. <laughs> ne? So, Money Bunny cooles Bild mag ich, finde ich gut dekoriert, könnte auch von diesem antiken, ich weiß halt nicht, ob ihr eure Dreamsteps hier noch mal reinpostet. Das weiß ich natürlich nicht. Das wäre sehr frech und gemein, wenn ihr eure Dreamsteps hier noch mal reinballert. Also, ne? Ich ich, ich merke das. Ich merke das, ich bin all jolly. Ne? Könnt ihr natürlich machen. Sieht auch gut aus, finde ich auch cool beleuchtet. Quali ist nicht die beste, ist auch abfotografiert, man sieht hier unten auch. Outfit passt auch. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie die Augen zu hat. Das irritiert mich ein bisschen. Warum schläft sie denn? Also, das finde ich ein bisschen komisch. Lass sie doch nicht schlafen, lass sie doch die Augen aufmachen. Auch die Pose, da hätte ich nochmal eine andere gewählt. Das wirkt ja wirklich wie auf, auf dem Arbeitsabend, wenn man eine halbe Stunde da wartet. Da hätte ich mir noch ein bisschen, ne? Aber sonst cool dekoriert auch die Wege, dass sie so kaputt sind. Da hätte ich auch noch ein bisschen was gemacht. Aber sonst cool dekoriert, sieht gut aus. Sieht gut aus, aber es würde mich nicht so richtig kicken, weißt du? Olli hat es gleich richtig gemacht und, das, und hat das Fass genommen. Was für ein Fass. <laughs> Was für ein Fass. Jetzt ist mir fast die Socke ins Klo gefallen. Er hat ein Fass. Wie ein Fass. Hä? <laughs> Immer die Leute, die ein Fass aufmachen. Ich habe einen Fassbauch. Daumen Money Bunny, es tut mir sehr leid. Ich würde es auch leider rausnehmen. Dankeschön. Biggie, 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 Biggie. Can't you see? So. Oh, das ist auch sehr, sehr unscharf abfotografiert. Aber es ist nicht schlimm, ich versuche drüber hinwegzugucken. Genau, Incredible Outfit. Ich weiß nicht, ob es dein Superheldenkostüm ist. Ja, es, es ist halt auch nur okay, leider. Es regnet leider. Mir wäre leider auch zu wenig Weg, keine Laternen, zu wenig dekoriert. Das Boot passt nicht und das Boot war Jana Schädelfelsen, passt nicht so richtig zu Incredible. Auch die Kiste dahinter, da hätte ich einfach mir noch eine andere Dekoration gewünscht. Ne? Das, da würde mir viel fehlen, leider. Das tut mir sehr leid. Ne? Aber es ist halt ein okayes Bild für mich, aber leider mehr auch nicht, Biggie. Es tut mir sehr, sehr leid. Ne? Oh, das nächste ist richtig schön. Danke trotzdem fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Ich bin knallhart heute. Ich bin der, der Olli Nator, nennt man mich auch. Ne? Olli hat gleich richtig gemacht und hat das Fass genommen. Was für ein Fass? Was für ein Fass, meint ihr? Klärt mich auf. Kein Sixpack, sondern ein Fass. Bin sehr tollpatschig. Das Schneewittchenbild ist ein Sieben-Zwerge-Suchbild. Das hier, oh ja, cool. Ja, auch ein mega, mega geiles Bild. Finde ich auch hammer. Kommt auf jeden Fall weiter. Sieht krass aus, Schneewittchen. Geil getroffen, geil dekoriert, geil beleuchtet. Mega viel Liebe zum Detail. Ich versuche mal alle Zwerge zu finden. Hier ist einer, hier ist Mutter Gotel, die böse Hexe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 haben wir wo ist denn der 6 und 7? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Schneewittchen und die 5 Zwerge? 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> äh, ich finde den 6 und 7 nicht. Hast du den 6 und 7 vergessen? Das ist eine geile, die ist wirklich eine geile. Die 2 sind schwer zu finden, ja, ich merke schon. Aber wo sind die? Man muss sie ja trotzdem noch erkennen können. Warte mal, eins, zwei. Hinter Mutter Gotel? Ist er, ist er mit seinem Zipfel hinter Mutter Gotel? Eins, zwei, drei. Hä? Also hier ist Schneewittchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Findet ihr die anderen beiden? Achte auf blaue Mütze, Apfelbaum. Apfelbaum. Ich finde nur fünf Stück. Ach hier. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Hier hinter dem Brunnen. Ja. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, den hatte ich ja schon. Wo ist der siebte? Findet ihr den siebten? Die anderen Zwerge sind noch in der Mine, Mann. <laughs> hinter dem Brunnen. Ja, hier ist ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wo ist der siebte? Das ist richtig gut gemacht. Ist ein Mega-Bild, kommt auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, wo der siebte ist, Leute. Hier? Ich finde auch nur fünf. Ja, ich ich habe schon sechs gefunden, Wahl. Ich habe schon sechs. Hinter den Brunnen. Ja, habe ich schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber wo ist der siebte? Ja, hinter, der muss hinter Mutter, Mutter Gotel sein. Ich glaube, der ist mit dem Zipfel schon irgendwo eingedrungen oder sowas. Bisschen das rote rechts am Baum. Das rote rechts am Baum. <laughs> Für das Bild jetzt noch so eine halbe Stunde brauchen. Bild, hab sieben. Ja, sie, wo sind die denn alle? Hallo, Sven Roseneck. Hallo. Herzlich willkommen. Okay, wir gucken später nochmal. Bild kommt auf jeden Fall weiter. Du kriegst ein Wein-Emoji. Links sind vier und rechts sind drei. Eins, zwei, drei. Warte mal. Ich zoome jetzt nochmal mehr dran. Eins. Warte mal. Links sind vier. Eins. Ach, hier hinten ist noch einer, ne? Eins, zwei, drei, vier. Für, ja, das haben wir alle. Okay. Ja, ja, ja. Hier hinten ist noch einer. Nicht hinter Mutter Gotel. Geiles Bild. Nehmen wir auf jeden Fall weiter. Sehr gut. Gefä das auch von oben gemacht, aber es gefällt mir sehr, sehr geil, ne? Hallo, Chrissy Life. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ne? Finde ich sehr gut. Aber ich muss eben niesen. Ich muss eben... Oh. oh, Gesundheit. Der, Zwerg, der siebte Zwerg ist Mutter Gotel. Ja, könnte auch sein. Dankeschön. So, Cindy74. Oh je, Helene Fischer Show. In dem, äh, wie heißt das nochmal? Wo immer Kiwi moderiert. Fer, äh, Fernsehgarten. Das ist für mich so Fernsehgarten. Äh, irgendwie ähm, äh, Helene Fischer oder sowas. Ne, Prost. Ah. Danke, ihr Lieben. Danke, danke schön. Habt ihr mal gehört, dass man eigentlich gar nicht mehr Gesundheit sagen soll? Erstmal geil dekoriert, gut beleuchtet. Ich mag das Bild, finde ich, finde ich sehr gut. Ich muss mir das Wald noch mal weit nochmal angucken. Hier ein bisschen zu viel Busch finde ich. Da könnte man noch ein bisschen zurückgehen. Finde ich auch gut dekoriert. Finde ich auch sehr schön. Das passt, das Outfit passt auch gut. Ja. Finde ich auch sehr gut. Ich würde es trotzdem leider erstmal rausnehmen. Ich finde das trotzdem aber ein sehr gutes Bild. Schon stark, aber mir würde das gewisse Etwas fehlen irgendwie. Dieser Wow-Effekt. Vielleicht noch ein paar Begleiter oder irgendwie so ein Deko-Ding, wo ich sage, oh, das ist irgendwie, das ist cool. Eine tolle Idee oder sowas. Ne? Auch der Ausdruck würde mich ganz, nicht so richtig gefallen. Weißt du? So. Aber trotzdem, danke, danke, danke schön fürs Mitmachen. Es tut mir sehr leid. Ah. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich sehe gerade erst, dass du dieselbe Schlafzimmerlampe hast. Welche denn? In meinem Zimmer oder was? <laughs> Sabri. Ja, ich bin halt real. Ihr müsst euch hier alles angucken. Ich gehe auch gleich auf Toilette, da könnte ich, kann ich euch auch gerne mitnehmen. Aber nur bei Twitch. <laughs> ne? Ja, habe ich auch gehört, deshalb sage ich Krankheit. <laughs> ich hatte mal einen, der hat immer gesagt, wenn einer genießt hat, bah! <laughs> Hier gab es asiatische Teigtasche, Reis und, He und, He und heike Vogt und Gemüse. Ich werde immer Gesundheit sagen. Ja, klar, mache ich auch. Queen, okay, das ist cool. Ey, da bin ja ich. Oh, guck mal, da, das bin ich immer samstags im Club. <laughs> Vanellope, sehr geil. Hat sich schon ein bisschen was gepafft so unterwegs erstmal also cool gebaut die Tanzfläche ist sehr sehr witzig mit diesen Teppichen hier kann man ja auch Touch of Magic benutzen hier Sally finde ich auch ey das ist, das ist richtig cool das Bild also erstmal bin ich hier natürlich als der coolste der coolen mit meinem Sixpack ne das ist natürlich klar mache ich ich grüße Gina hallo Crazy Stitch mache ich mache ich mache ich Stitch äh, Gina guckt mir schon noch gerade zu ähm, ne Gina ich liebe dich Jetzt habe ich es tatsächlich gesagt. Mini geht gerade auf die Tanzfläche, finde ich witzig. Hier äh, Sully als DJ, der irgendwas da so macht. Mike hier so als, als Rapper oder sowas, finde ich geil. Vanillope hier ist sehr lustig. Finde ich ein cooles Bild, ne? Finde ich eine witzige Idee. Ich weiß nicht, ob es jetzt das beste Bild ist, muss ich sagen. Ne? Ich finde, der Hintergrund passt nicht so richtig zu Disco oder so. Aber die, ist, die Idee ist lustig, wir nehmen es erstmal weiter mit. Ich find's sehr, sehr witzig. Vor allem sie sieht halt Vanelope sieht halt auch wieder aus wie hinter Bahnhof, ne? Zusammengekratzt. Also sieht sehr lustig aus. Mieses Side-eye, genau. Mieses, mieses Side-eye. <laughs> Obwohl sie meine Tochter sein kann. Mega Bild. Das ist auf jeden Fall witzig. Auf jeden Fall Witzfaktor hat's. Es ist nicht das stärkste Bild finde ich, aber es sieht, es ist lustig. Das ist manchmal auch sehr viel wert. Nochmal die Säge sieht auch mega aus. Kommt auf jeden Fall weiter. Und ich finde alle sieben Zwerge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alle Zwerge gefunden. Outfit sieht geil aus. Mutter Gotel ist die böse Hexe. Hat sie nicht verdient, aber trotzdem. Geil dekoriert. Geiler Boden, geile Wand, geile Möbel. Sieht alles toll aus. Toll beleuchtet. Super geiles Bild. Kriegt auch ein Wein-Emoji von mir. Sieht sehr, sehr gut aus, ne? Ja, kommt auf jeden Fall weiter. Wie süß du bist, Olli. Ja, ich weiß. Dankeschön. <laughs> nein, nein, nein. Das muss ja mal gesagt werden. Irgendwann wird ja auch in den Stream und Video kommen. Irgendwann, Leute. Haltet euch bereit. White sea Girl. Shanty Manty. Und danke wirklich an alle, die mitgemacht haben. Okay, ah, das ist jetzt Trichelle, ne? Das ist jetzt Trichelle. Okay, da wird das Michel König sein. Ist aber sehr schmeichelnd für Tristan, dass Tristan ähm, der Bachelor hier ist, der Erik. Wird ihm gefallen. Also man sieht die Ähnlichkeit, ne? Trichelle in der Bäckerei. Stimmt, Bäckerei ist auch am Start. Gut beleuchtet, finde ich auch sehr witzig, die Idee. Verstehen natürlich nur Insider, die beim Twitch-Stream dabei gewesen sind. Mit dem Tee finde ich lustig. <laughs> ja, komm, ey, lass mir auch. Die Deko ist auch gut. Es, es wäre mir vielleicht von der, von der Deko ein bisschen zu edel, so, weißt du? Vielleicht hätte ich mir echt so eine Backstube gewünscht oder irgendwie sowas. Aber wir lassen es erstmal weiterkommen. Die Idee ist witzig. Auch gute, kreative Ideen, ne? Habe ich selbst ohne Headset aufzuhaben gehört. <laughs> Gina soll erst kommen, wenn sie wirklich will. Sie kommt wirklich immer, wenn sie, wenn sie will. Olli, wenn Gina im Stream ist, hast du verloren. Ja, dann soll sie übernehmen, da habe ich endlich frei. Ah! Dann sitze ich einfach daneben, das wäre wunderschön. Oh, Luca, Luca MBO. Oh, mein Mann wieder mitgemacht. Das finde ich auch mal sehr, sehr schön. Auch klasse dekoriert. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen von dem äh, antiken Merlin-Bild, ne? So übrig geblieben. Oder ist wahrscheinlich dein Bild gewesen. Auch toll dekoriert. Gutes Outfit, Merlin am Start. Sieht auch gut aus, ne? Mir gefällt das halt nochmal irgendwie ein bisschen besser. Okay, das, hab, das haben wir schon rausgenommen. Das andere hätte mir noch besser gefallen. Sieht aber auch echt gut aus, ne? Wir nehmen es erstmal noch mit. Oder? Wir, nehm, wir nehmen es erstmal mal mit. So. Michel König. Ui. Ja, das ist natürlich auch ein klasse Bild. Ey. Kann auch von der Antike übrig geblieben sein. Oder ne, da hattest du, so, glaube ich, ein anderes. Ich weiß gar nicht mehr. Outfit stimmt. Beleuchtung ist Hammer. Deko Hammer. Mit dem Gold, dem Blauen, mit dem Sand. Kakteen. Äh, mega übelst krasses Bild. Kommt auf jeden Fall weiter. Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Sieht sehr gut aus. Chromia. Ja, gefällt mir auch sehr gut, das Bild. Ist, glaube ich, auch vom Superhelden-Ding, ne? Ah. Genau, Guardians of the Galaxy sieht auch gut cool aus mit dem Raumschiff. Ähm, hier, Gamora hat sie gemacht. Gamora, Gamora mit dem Waschbären. Ne, Eve, so ein bisschen außerirdisch gemacht. Ach, das war das. War das nicht das, wo ich gesagt habe? Ähm, nee, das war was anderes, glaube ich. Mit den Palmen finde ich auch ganz witzig. Sieht Antike Mar war, war, war ein anderes. Okay, okay. Sieht auch cool aus. Ich würde mir noch ein bisschen mehr Deko wünschen. Noch ein bisschen mehr Alienhaftes. finde ich cool. Aber nehmen wir auch erstmal mit. Das ist auch ein cooles Bild. Mag ich. Hallo, Lisa Lemperz. Hallo. Herzlich willkommen. Nehmen wir auch erstmal mit. Jenny Kunz. Da fehlen die düd auf dem Bild. <laughs> äh, ja, auch cooles Bild. Beleuchtung könnte ein bisschen besser sein. Man sieht, die Sonne kommt wieder von hinten, glaube ich. Äh, finde ich auch schön. Schön bunt und so weiter und so fort finde ich auch cool. Fahrrad finde ich so ein bisschen deplatziert, muss ich sagen, aber auch schön dekoriert, es glitzert, es leuchtet. Es könnte für mich eine geilere Beleuchtung noch mal haben, würde ich sagen. Wir nehmen es aber auch noch mal mit. Versuche mich ein bisschen mehr zu beeilen, ne? Ne? Beleuchtung geht nicht besser. Ah, okay. Okay, ja, ich habe es ja erstmal mitgenommen. Ich habe es erstmal mitgenommen. Aber die Sonne kommt leider aber auch von hinten, muss, oder? Es kommt die Sonne von vorne. Das sieht ein bisschen so aus wie von denen, aber trotzdem gutes Bild. Ich finde den Brunnen so ein bisschen deplatziert, weil das alles sehr blumig ist. Der Brunnen ist dann eher so antik und so weiter. Ne? Kinder Falkin. Olli, ich beneide dich nicht, so schöne Bilder wieder. Da fällt die Auswahl sehr schwer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich versuche, ich muss schon die schönen Bilder wirklich rauskicken, um die sehr, sehr schönen Bilder drin zu lassen. Ey, auch cooles Bild, ey, geile Küche sieht auch mega aus der Charakter ist cool sieht ein bisschen aus wie Heisenberg Walter White Breaking Bad aber passt die Tafel sieht mega cool aus geil beleuchtet hier mit dem Koch hier noch mal so eine Trennwand mit Erich der Erik, der Obsthändler oder Gemüsehändler sieht auch mega aus kommt weiter auch als der geilsten Zimmerbilder muss ich sagen Rosi Skandal um Rosi Genau Monster RGB mit den Sushi Dingern finde ich cool, gut beleuchtet. Das Outfit finde ich witzig. Das ist dann also seine Freunde mit Mike finde ich auch süß. Tafel ist cool gemacht auf jeden Fall. Mit den Sushi Dingern ist cool. Ich hätte mir noch gerne Sally gewünscht, das wäre noch schön gewesen. Ja ist cool, mag ich irgendwie auch ganz gerne. Es könnte noch ein bisschen besser dekorieren, also ein bisschen mehr Prunk haben, weißt du. Er könnte noch ein bisschen mehr abgehen. Ich finde ja das Demon Pikachu-Discord ziemlich cool. Das ist auch wirklich cool. <laughs> da hast du recht Speed. Ne, das würde mir hier noch so ein bisschen was fehlen. So ein bisschen mehr Monster-Sachen oder irgendwie. Ja, so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr Deko. Ich lasse es aber auch erstmal weiter. Sind wir erst mal, ich muss echt mich echt ein bisschen beeilen. Wie lange machen wir denn schon? Eine Stunde elf. Okay, das würde noch lange dauern. <laughs> Nächstes Mal müssen wir noch weniger Bilder zulassen. Cinder Millie finde ich auch witzig. Hier ähm, sieht ein bisschen aus wie Wednesday, ne? Finde ich auch ein lustiges Bild auf jeden Fall. Das Outfit ist klasse. Die, das sieht alles echt cool aus. Ist auch so eine coole Nachbarschaft. Ich finde so es so ein bisschen kalt, leider von der Dekoration. Vielleicht da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Hier noch so ein Briefkasten, hier eine Bank mit Mülltonne, hier noch mal so ein paar Laternen. Da hätten wir noch ein bisschen mehr machen können. Ne, aber coole Idee, finde ich, hat auch irgendwie was, das Bild. Finde ich auch witzig. Cooles Selfie. 30 Bilder? Ja, vielleicht 30 Bilder das nächste Mal. Ne? Alles klar, Rose. Dankeschön für deine liebe Spende. Danke, danke, danke schön. Viel Spaß beim Gassi-Gehen. Ne? So, ich würde es, glaube ich, auch rausnehmen. Es, es, sieht, es ist trotzdem eine witzige Idee, aber wir müssen leider entscheiden. Es tut mir sehr leid. Mally... Melli, Melli, Melli. Ich glaube, nächstes Mal mache ich einfach ein Quiz. Genau, äh, ja, es ist auch so ein bisschen Kuddelmuddel, ne? So Surf-Dinger, Palmen, dann irgendwelche Bäume. Dann irgendwie so ein so Teppich mit so Streifen. Das wirkt ein bisschen straßenmäßig irgendwie. Die Charaktere sind auch alle durchgeschmischt, ist gut beleuchtet. Es, ja, aber da fehlt mir auch so ein bisschen die Linie, leider, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes, gutes Bild. Es ist nur so ein bisschen durcheinander stilistisch. Darum würde ich es auch leider erstmal löschen. Es tut mir sehr, sehr leid. Auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, es tut mir leid. <laughs> ich muss leider eins aussuchen. Chrissy Rock. Ich habe 23 Uhr gesagt. Ah, das geht schneller. Das geht schneller. So. Auch cooles Bild finde ich passtilistisch alles. Kleid ist nice. D D Deko ist cool. Hase ist cool. Finde ich auch ein cooles Bild. Ich hätte es lieber von vorne vielleicht gemocht oder so. Ne? Finde ich auch ein sehr gutes Bild. Leider würde es mich jetzt nicht so richtig treffen, wo ich denke: Boah, okay, das ist irgendwie krass. So, weißt du? Aber es ist trotzdem schön. Wir nehmen es erstmal mit. Wir nehmen es erstmal mit. Gute Nacht, Kathi. Dankeschön fürs Einschalten. Hallo, Sarah S. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Bei den dreamstars abstimmung hatte jemand nur die Sushi-Krake als Superheld. <laughs> ja, wenn für den Sushi das Geilste ist, kann ich es verstehen. Ne? So, Jennan. Vielleicht kannst du beim nächsten Mal ein konkretes Thema geben und Dinge, die man verwenden muss. Könnte man machen. Könnte man machen. Genau. Jennan. Ja, okay. Hat auch so ein Sushi-Restaurant gebaut. Ja, finde ich ganz cool. Wie gesagt, ich mag den Boden nicht ganz so gern. Ich hätte lieber so einen Holzboden oder sowas gehabt. Und vielleicht auch mehr Bäume. Vielleicht Bambus wäre noch cool gewesen. Die Szene mit Robbie ist ganz süß und so weiter. Vielleicht auch noch mal mehr Charaktere, die auch in den Sushi-Restaurant gehen. Und vielleicht einfach noch mal mehr Bäume. Hier noch ein bisschen mehr Deko. Das wirkt mir so ein bisschen zu leer und zu kühl, leider. Aber trotzdem auch gutes Bild. Aber würde mir jetzt nicht für den Gewinn reißen. Es tut mir sehr leid, müssen wir auch löschen. Ne, danke trotzdem. Mini Mi, oh, das ist auch wieder schön das Bild. Ja, das sehe ich jetzt schon. Sieht mega geil aus, Outfit ist cool, Charakter ist cool, Eichhörnchen ist cool, sehr blumig, äh, mit dem Pilzhaus und so weiter. Ja, sieht auch cool aus. Muss ich nicht viel zu sagen. Nehmen wir mit, natürlich. Ne? Hallo Luna Baby. Zwei. Hi. <laughs> hallo, hallo, hallo. Ah. Ich habe noch viele Bilder. Aber es geht, es geht, es geht. Ist nicht mehr ganz so viel. Aber es sind auch schöne Dinger dabei. Seslavia. Genau, ja, finde ich auch ein gutes Bild. Ist halt dein, halt dein Vajana-Bild. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass, glaube ich, viele diese Bilder genommen haben, die sie für die Dream Snaps benutzt haben. Finde ich ein bisschen schade. Natürlich sind auch richtig schöne Bilder dabei, aber ich hätte mir noch eher gewünscht, dass ihr wirklich irgendwie für mich ein Bild macht. Also, was das was nicht die letzten drei, vier Themen aufgreift, sondern wo man wirklich sieht, dass es vielleicht für mich gemacht ist. Ne? Trotzdem, schönes Bild, schönes Vajana-Bild, muss ich sagen. Ne? Würde mir auch so gefallen. Gut beleuchtet, schön dekoriert, aber mir es für den Gewinn leider auch nicht reichen. Es tut mir sehr, sehr leid. Trotzdem danke fürs Mitmachen. Danke schön. Ne? Ina, finde ich auch sehr, sehr cool. Ich habe ein ganz neues Bild gemacht, habe sogar umgebaut, damit die Sonne von vorne kommt. Vielen Dank. Ja, sowas wünsche ich mir. Alt, das kann natürlich jetzt auch Antike sein, ganz klar. Kann sie für Dreamsnap schon benutzt haben, aber auch ein mega cooles Bild. Cooler Charakter, der Affe sieht halt aus, als hätte er einen aufs Auge bekommen. Da hätte ich vielleicht noch mal <laughs> <laughs> da hätte ich vielleicht nochmal ein anderes, anderes Affenbild genommen, ne? So, ja, mega Bild sieht auch cool aus. Würde, auch, würde ich auch mitnehmen. Mag ich auch sehr gerne. Hier ein bisschen leer an den Ecken, finde ich aber auch sehr cool, ne? Ich habe auch komplett umgebaut. Ja, ich finde, also, ich finde mal, wenn man für 30-Euro-Gutschein muss, man auch echt ein neues Bild machen. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ob das jetzt hier bei Dreamstamp schon benutzt wurde, ne? Auch hier, es könnte auch Superheldenbild sein, sieht aber auch cool aus. Superheld ist cool, getroffen, das mit Dagobert mit dem Gold sieht cool aus. Ne, du hast den Tag gerettet, aber es könnte auch wieder von von äh, Superhelden-Thema genommen worden sein. Das weiß ich nicht. Finde ich aber auch schön. Können wir auch erstmal mitnehmen, würde ich sagen. Ne, nehmen wir erstmal mit. Wahl auch wieder. Ja, das habe ich auch schon gesehen beim Durchskippen. Der Affe ist geil. <laughs> Affen geil. Affen. Wie heißt das nochmal? Affentitten geil, wie sagt er immer von South Park? Cartman? Armer Affe, so ein auf, die, auf du hältst jetzt still für das Bild, sonst knallt's, ja genau. <laughs> auch ein mega schönes Bild. Erstmal der Charakter sieht mega gut aus, das Outfit selbst designt. Das sieht auch richtig cool aus, das ist auch Liebe zu dir. Guckt euch mal an, das ist bauchfrei, hast du da gemacht, Wahl. Weil, weil, falls du noch im Chat drin bist, der Hautton passt zwar nicht ganz hierzu, aber wie cool das aussieht. Die Augen passen zu dem Outfit. Das sieht mega gut aus. Der Charakter sieht mega geil aus und passt natürlich auch mega zur Szenerie. Der Boden ist mega cool. Hier das Wasser gemacht mit dem Teppich, mit dem Wüstus, mit den Palmen hier. Auch ein mega geiles Bild. Das habe ich beim Durchskippen schon gesehen. Das sieht hammermäßig aus. Wow, sieht wirklich gut aus. Ich glaube, bei der ersten Abstimmung hatten wir auch Wahl als Favoriten. Da hat, glaube ich, aber Michelle König gewonnen. Ne? Da hat man auch ausgelost. Da hat der Wahl auch so ein gutes Bild. Mega. Gefällt mir richtig gut. Auch Homegirl. Auch ein schönes Bild. Ne? Ja, Wahl feiern alle. Sieht auch mega geil aus. Hübsch, hübsch. Sieht auch, sieht auch super cool aus. Natürlich, selbstgestaltetes Kleid ist natürlich noch mal was anderes als so ein gekauftes. Klar aber sieht auch cool aus das Kleid passt zur Szenerie sehr romantisch Erik natürlich am Start Ariel die den kürzeren zieht ne man sieht's da hinten Side Eye ganz großes Side Eye von hinten <laughs> Back Eye macht sie hier mit den Säulen sieht cool aus natürlich geht's auch weiter von geil beleuchtet Let's Go sieht auch mega aus Frauchen von NRL Grinch wer ist denn NRL Grinch die Entwickler müssen dieses Kleid rausbringen ey 2000 Mondsteine, sage ich nur. <laughs> Ariel ist einfach süß steht im Hintergrund. So sehe ich das auch. Äh, Erstmal, sehr schöne Umgebung. Finde ich schön dekoriert mit den Wegen. Finde ich süß, auch nicht so viel dekoriert. Die Bäumchen finde ich gut. Hier den roten, die durch den Filter dann nochmal rosa aussehen. Finde ich schön. Hier die Blümchen. Das Outfit sieht mega aus, der Charakter ist richtig hübsch, süß, rosa mit dem Rock, mit der Jacke, schöner Style, schöner Rucksack, schöne Schuhe, schöne Mütze sieht sehr gut aus, passt geil zur Szenerie. Hier sogar Elsa ist beeindruckt. Oh mein Gott, wo hast du dieses Kleid her? Oh, habe ich von Kick? Ne, Mirabel finde ich auch cool, die sind auch alle so neidisch oder finden das cool, wie sie aussieht. Auch ein tolles Bild, lass mir weiter. Sieht mega gut aus, finde ich gar nicht grinchig, schönes Bild, das Outfit sieht mega auch geil aus, ne? So, Daniela, auch wieder ein tolles Bild, ey, Hochzeits, Hochzeit, glaube ich, oder sowas, Kleid sieht natürlich cool aus, ey, man muss sagen, Wahl hat das geilste Kleid gemacht, also das hat sie auf jeden Fall schon gewonnen, hallo, Mimi Muff. hallo, herzlich willkommen, hat sie auf jeden Fall schon gewonnen, sieht geil aus, Ne? Ja, Wahl war so. Wir beide haben aber auch wieder ähnliche Bilder. <laughs> ne? Ey, geil dekoriert. Geile Möbel, geiler Boden, geile, geile Tapete, geile Fenster, geile Lampe, geile Beleuchtung. Die Angestellten sind geil. Das Essen sieht mega cool aus. Das schon zu kochen ist schon voll die Mühe. Hier oben diese Theken. Mega Bild. Sieht auch super geil aus. Mega, mega, mega. Only for DVD. Äh, DDV. <laughs> DVD. Wunderbare Bäckerei, ja. Olli, war bis jetzt nicht immer deine Aussage, der Fuchs-Rucksack ist der Beste? Das stimmt, der rucksack ist auch der Beste, aber er hätte nicht zu ihrem Outfit gepasst. Der Rucksack passt gut zu ihrem Outfit, finde ich. nur nochmal ein bisschen heller. Heller von Sinn. Aber ich gebe zu, ich hasse Touch of Magic. Sehr anstrengend zu Design mit Switch. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt. Auch ein cooles Bild ist wahrscheinlich jetzt Vajana-Bild natürlich, ne? Ich hätte es mir gewünscht, ein bisschen mehr von unten gemacht. Das, ich mag das immer lieber, ein bisschen mehr die Kamera nach unten. Outfit passt, Vajana passt, ist auch schön dekoriert. Wäre für mich jetzt aber kein Gewinnerbild. Ne? Aber trotzdem, schönes Vajana-Bild. Dankeschön fürs Mitmachen, es tut mir sehr, sehr leid. Chaos Tina, <laughs> -Name, ne? meine Güte. Hallo an alle, habe Hanni leise, kleine, so schlafen. Oh, äh, okay. Habe leise, kleine, soll schlafen. Okay, pscht, Leise. Leise, leise, leise. Die Kleine muss schlafen. Auch ein schönes Vajana-Bild. Outfit passt. Maui, sie ist drauf. Haus ist drauf. Auch gut dekoriert wäre für mich jetzt aber auch kein Siegerbild. Ne? Wahrscheinlich hast du das auch von, von Dreamsnaps jetzt aktuell benutzt, dein Vajana-Bild. Finde ich auch ein gutes Vajana-Bild. Mag ich auch gerne mit den Holzpaletten. Aber es würde mir nicht als Gewinnerbild leider reichen. Es tut mir sehr leid. Trotzdem, danke. Stephanie, ja, auch, es sieht auch cool aus auf den ersten Blick. Äh, orangenes Kleid, orangener Fuchs finde ich schöne Szenerie. Ich mag auch hier diese Blätter, wie das so glänzt, das mag ich ganz gerne, finde ich schön. Brauner Weg, hier würde mir noch ein bisschen was fehlen. Auch ein gutes Bild, finde ich auch ein sehr gutes Bild. Mir würde noch ein bisschen was fehlen an Dekoration oder so. Noch mal so ein Eyecatcher oder sowas. Ne? Vielleicht wäre mir hier die Pflanze auch ein bisschen zu viel, aber hat was das Bild, finde ich auch cool. Es wäre mega, wenn man die selbstgemachten Sachen auch endlich bei den Dream Snaps benutzen kann. Ich hoffe, sie ändern das mal irgendwann. Vielleicht haben sie Angst, dass man da irgendwas hinschreibt, wie pipi Mann oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich würd's, ich, wir können es erstmal noch. Ich, ich, ich nehme es erstmal mal mit. Ich weiß, so eigentlich ganz schön finde, vom Gesamteindruck. Drei Bilder noch. Michaela, auch ein schönes Bild. Michaela Schäfer. Sieht auch super aus. Es ist dunkel, aber geil beleuchtet. Rosa ist im Vordergrund. Das Outfit ist sehr, sehr hübsch. Vogel ist schön. Blümchen sind schön. Wege schön. Bäckerei ist schön. Toll dekoriert. Viele rosa Akzente. Die Schilder finde ich cool. Rosa Lampen. Auch ein sehr hübsches Bild, ne? Sieht auch geil aus. Nehmen wir auch weiter mit. Andrea Berg. So, genau. Rosa Outfit genommen, war auch ein Vajana-Bild eher. Finde ich gut dekoriert. Hier hinten würden mir noch ein paar Palmen fehlen, weil da die Sicht wieder auf die Lichtung des Vertrauens ist hier hinten. Hier noch so ein paar Palmen und so weiter hin, finde ich noch cooler. Auch schön dekoriert. Ich finde, das Outfit passt nicht ganz zu Vajana. Da würde ich mir noch ein bisschen was Vajana-mäßiges wünschen irgendwie. Ne? Ja, finde ich auch ein schönes Bild. Ich würde es leider aber erstmal rausnehmen. so. Ist auch ein gutes Vajana-Ding, aber es tut mir sehr, sehr leid. Dankeschön fürs Mitmachen. Trotzdem. Und Sabri Sara, ja, das sieht auch cool aus. Ja, ich habe meinen Dream Snap genommen. Okay, okay, ja. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich hätte mir eher noch Bilder gewünscht, die wirklich... Für Streamstep extra gemacht sind. Darum machen wir nächstes Mal auch wieder ein Thema. Könnt ihr nichts für? Ist dann so ein bisschen mein Fehler oder sowas gewesen. Meine Schuld. ne, Auch ein schönes Bild. Hochzeitsszene zwischen Bell und Beast. Finde ich geil. Toll dekoriert. Hintergrund ist schön. Beleuchtung könnte mal ein bisschen knalliger sein, witzigerweise. Vielleicht liest auch an der, ich weiß nicht, ob es Switch ist oder an der Aufnahmequalität. ne, Mini finde ich cool. Auch lassen wir auf jeden Fall auch weiter. So, wie viele Bilder haben wir denn jetzt? schon viele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bilder wow okay wowie wowie wow ich gucke noch mal, ob ich noch mal ein paar rauskicken kann. Ich würde glaube ich Stephanie eh rauswählen. Es tut mir sehr sehr leid. Auch ein gutes Bild, aber ich würde das erstmal rausnehmen. Ich gucke noch mal Oh, Wahl ist auch schon echt gut. Das würde ich, glaube ich, auch rausnehmen. Ist auch ein schönes Superheldenbild. Aber es würde mir der Siegerbilderscham ein bisschen fehlen. Muss ich leider sagen. Aber auch ein gutes Bild. Aber, ne, Dankeschön fürs Mitmachen. Ich versuche mal ein bisschen auszusortieren. Hallo, Chaos, Tina bei Twitch. <laughs> so, auch cool. Das finde ich auch irgendwie geil. Ich glaube, auch Chrissy Rock würde ich leider auch, ähm, würd ich auch rausnehmen. Auch ein gutes Bild. Aber es würde mir so das Besondere fehlen, das gewisse etwas noch ein bisschen mehr Ausstrahlung, Tam Tam. So, es ist auch gut dekoriert und alles Mögliche, aber ne, würde mir, da würde mir noch ein bisschen was fehlen. Dankeschön trotzdem. Rosi ist eigentlich auch cool, ne? Küche ist auch gut. Jenny Kunz, ja, finde ich auch ein schönes Bild, aber da würde mir auch so ein bisschen was noch fehlen, glaube ich, ne? Da würde mir auch ein bisschen was fehlen. Trotzdem danke fürs Mitmachen. So ist auch ein schönes Bild, aber ne, es ist manchmal wirklich schwierig zu erklären. Das ist auch vielleicht mein eigener Geschmack, das hier auch. Auch hier Luca MBO schön dekoriert, sieht auch mega geil aus so. Aber da würde mir auch so ein bisschen Ausdruck vom Charakter fehlen und ihm noch so ein bisschen was Eigenes so. Das, ne, es wirkt halt auch wieder das wie das Dreamsnap-Thema Antike was natürlich auch viele andere haben, aber ne? ah, ich finde zwei Bilder richtig gut. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Mann, 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 der Olli wieder nur am Mecker, ich finde ich Mecker kaum. Also ich lobe fast alles nur. Ich versuche ja nur irgendwas zu finden, um auszusortieren bei den super, super guten Bildern. Ne? Tut mir auch sehr leid, aber auch ein schönes Bild. Ne? Aber ja, ich finde die Bilder auch alle super. Wie gesagt, ich bin aber auch eher der Fan von Bildern, die drinnen stattfinden. Ne, auch hier auch ein witziges Bild, finde ich auch lustig. Aber ne, es gibt doch, finde ich, noch schönere Bilder. Rein von der Ästhetik her, würde ich sagen. Alles klar, Speed, danke schön. Danke fürs Reingucken und reinschreiben. Danke, danke, danke. So, darum würde ich das auch leider rausnehmen. Es tut mir sehr leid, aber sehr lustige Idee. Finde ich auch sehr witzig. Das sieht auch cool aus. Ja, das ist auch irgendwie geil das Bild. Auch mit Undercover. Ich glaube, dich würde ich leider auch rausnehmen. Es tut mir sehr leid. Auch gut dekoriert. Beleuchtung würde mir noch ein bisschen fehlen. Vielleicht noch irgendwie so ein Side-Character oder sowas, ne? Würde mir auch noch irgendwie. Ne? Da, ja, da haben wir noch ein bisschen bessere Bilder. Trotzdem, Dankeschön. Finde ich auch cool. Domli, ja. Ja, finde ich auch cool. Ne? Finde ich auch schön dekoriert. Schwierig. Also, ich finde das auch ein sehr schönes Bild. Ich glaube, mir, mir wäre es ein bisschen zu normal. So, das, das sticht nicht so zwischen den anderen heraus. Aber also, es ist trotzdem ein sehr gutes Bild. Auch mit den Begleitern. Sei mir nicht böse, aber, ne? Auch ein gutes Ding, ey. Auch ein gutes Ding. Aber mir wäre es ein bisschen zu schlicht, zu, zu normal halt. Weißt du? Trotzdem, Dankeschön fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Auch cooles Bild. Auch, auch die Idee finde ich sehr witzig. Auch geiles Bild. <laughs> Trichet. Auch mega Bild, auch cool. Ne? Ich habe ich hab das Gefühl, dass Olli nach Bildernbewertung weniger Abos hat. Ach nein, das habe ich, hab ich nie gehabt. Ich glaube, die Leute ne, wissen ja, es, es kann ja nur einer gewinnen. Ich würde am liebsten 40 Gewinne haben, aber es geht ja leider nicht. Wie soll ich das tun? Ich würde es gerne tun, aber ne? auch ein cooles Bild. Habe ich leider nur auch schon zu oft gesehen und es würde mir auch ein bisschen an Deko fehlen. Ich finde es auch ein bisschen zu schlicht, um Gewinnerbild zu sein, weißt du? Gerne, Nathalie. Es tut mir sehr leid, ne? Auch ein schönes Bild, aber es tut mir sehr leid. Ne? Küche ist auch cool. Das sieht auch irgendwie cool aus, finde ich. Ja, die sind schon echt gut. Habe ich, hab ich denn eure Favoriten so ungefähr drin? Oli, ich habe da ein Siegerbild gefunden. Mal sehen, ob du das, das Gleiche hast. Das finde ich auch witzig. Würde ich, glaube ich, aber auch rausnehmen, Rosi. Auch schön dekoriert, coole Idee und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde es aber auch rausnehmen. Leider. Oder wir sollen wir einfach schon abstimmen? Hab auch ein Siegerbild. Mal sehen. Boah, das ist echt schwierig. Das, das ist schon auch echt cool, ne? Das sieht aber, ich finde, das schon ein bisschen wird irgendwie sogar noch besser als das. Ich finde nur die Idee irgendwie cool, ein bisschen versteckt und das Gebiet sieht schön aus. Aber ich finde, das sieht irgendwie noch cooler aus von Laura. Würde ich fast schon sagen. <laughs> Trichelle. Äh, auch witzige Idee. Ich würde sagen, das ist von Wahl ist halt auch echt schön, ne? Ich bin für Ina. Wer ist denn Ina? Auch schön, ja, gefällt mir auch sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Ich, ich finde Wals Bild halt echt so geil, ne? Also ich finde, dieser Charakter sieht cool aus. Wahl sieht auch echt, das sieht auch echt gut aus. Muss man sagen. Das sieht ist auch cool. Ne? Viele Bilder haben dann Stärken wieder woanders, wo andere wieder Schwächen haben. Oh, wahl sieht auch mega, mega geil aus. Ich würde sagen, wir stimmen jetzt einfach, wir machen einfach Auslosung, oder? Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Auslosung, weil es echt zu viele coole Bilder gibt, die echt auf, alle, auf einem Niveau sind. Hier ist übrigens noch mal das Popcorn-Eichhörnchen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich guck mal, Goggle. Auslosen. Äh, Name. Auslosen-Namen. Zufallsgenerator. Alle Namen. Okay, dann geben wir mal die Namen hier ein. Oh Gott, Auslosung. Die Frage ist nur Michelle, du bist ja auch noch dabei, du hast ja eigentlich schon mal gewonnen, ne? Ich weiß gar nicht, wenn Michelle König jetzt gewinnt, du hast ja eigentlich schon mal gewonnen. Ich weiß nicht, ob, du, ob wir dich noch mal gewinnen lassen sollen, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <laughs> wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal Michelle. Hade? Machen wir Michelle. Weil ich kann es wirklich, ich kann es echt nicht ähm, entscheiden. Die Bilder sind wirklich alle zu gut. Michelle, wen haben wir noch? Wild Girl. Ich mache es auch ein bisschen komisch, egal. Mal verwild. Wild. Wenn ich gewinne, gebe ich ab. <laughs> Sehr gut, Michelle. Ich glaube, das ist das Fährste, weil du hattest ja wirklich schon mal gewonnen. Sonst ist das, glaube ich, ein bisschen doof. Irgendwann kannst du auf jeden Fall nochmal gewinnen, aber ich glaube, das ist zu kurzer Zeitraum, weißt du? Hab extra gefragt, ob ich mitmachen darf. Also wenn ihr wollt, kann auch mich aber wir gucken erstmal. Es muss ja erstmal der, der Ding ins Eintreffen, der Fall. Laura, Laura Stern. Laura, Kati. Kati Hummels. Das ist auch meine eine Tortur, ne? Aveda. <laughs> Aveda. Avenda, Aveda, äh, das hatten wir schon. Kati, Wildsigo, Michel König, Kinder Falkin. Kinderschokolade. Ich gebe ab, schwöre, wenn ich gewinne. Wir gucken mal, wir gucken mal. Kinder Rosi, Rosilein. Dann haben wir Mimi, mal von Mimi. Dann haben wir Ina, Inas Nacht. Wen wünscht ihr euch denn? Wer sollte denn gewinnen? Was ist denn das beste Bild? Was sagt ihr? Schreibt's gerne rein. Wahl. Ich muss ja sagen, ich finde Wahlbild auch echt schön. Es ist zwar auch schlicht wieder, ich finde aber auch diese Schneewittchenbilder auch echt gut. Die sind auch cool. Dieses Hochzeitsbild ist auch geil. Mit diesem ganzen Essen. Das finde ich auch irgendwie mega. Wahl Homegirl. Home. Wahl. Inas Bild ist auch so schön. Wahl. Sind alle toll. Ist wirklich schwierig, ne? Ich habe drei Favoriten. Ja, darum machen wir auch wirklich Dingens. Grinch. Das Grinch-Bild mochte ich aber auch ganz gerne. Ist auch schlicht, aber finde ich auch gut. Inas Bild oder Wahl. Daniela. Kann mich halt wirklich schwierig entscheiden. Danilla. <laughs> Daniela Daniela, Mikaela, Sabri haben wir jetzt noch. Okay. Michaela Sabi. ich weiß, es ist jetzt falsch geschrieben. Okay. Und ich weiß schon, wer gewinnt. Ich bin Heldseherin. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Wer wird jetzt ausgewählt? Die Wetten laufen jetzt. Ich gucke mir noch mal die Bilder an. Warte, ich muss mir noch mal die Bilder angucken. Das finde ich aber auch süß. Das finde ich auch süß. Das finde ich auch schön. Ja, das sieht auch gut aus, ne? Vielleicht, weil, weil die Deko ist ein bisschen schlicht, ne? Das sieht auch schön aus, Na, Aber das sieht auch, ey, das sieht auch so gut aus, alles, finde ich. Das sieht auch cool aus, ey. Das sieht aber, es hat auch was Mimi. Finde ich auch cool. Finde ich auch witzig. Küche ist schön design. Charakter ist okay. Finde ich auch schön. Trichelle finde ich halt auch witzig. Ist jetzt vielleicht nicht das schönste, schönste, schönste Bild, aber ist witzige Idee. Die finde ich auch mega hier, die Das finde ich auch cool. Ne? Okay, alles klar, Leute. Drrr, Trommelwirbel. Ja, Wahl ist halt echt schon gut, aber ich, die sind alle sind viel auf einem Niveau. Ich weiß es doch auch nicht. Wir müssen jetzt einfach so machen. <laughs> Wir müssen jetzt einfach so machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Und gewonnen hat, Ladezeit 1,5 Sekunden, hier klicken, gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch. Der Gewinn geht an, 30 Euro Smith Toys Gutschein geht an, an Laura, an Laura hat gewonnen. Wer ist Laura? Wo ist Laura's Bild? Laura! Ja, ey, ist doch verdient. Herzlichen Glückwunsch, Laura an das schöne Schneewittchen-Zimmerbild. Sehr, sehr hübsch. Alle haben es wirklich verdient. Herzlichen Glückwunsch, melde dich gerne bei mir. Ich schick dir das dann zu. Also, vielleicht schicke ich es dir auch per Mail zu. Das wäre, glaube ich, am besten. Herzlichen Glückwunsch. Laura hat gewonnen. Wir gucken uns das nochmal mal an. One moment in time. Da, 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 Dö, 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 no time for losers. Herzlichen Glückwunsch, Laura. Sehr schönes Bild, aber auch tolle Bilder dabei. Ich muss es nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch. 30 Euro Smith Gutschein. Ja. Genau. Sehr, sehr gut. Uh, PlayStation ist schon ausgegangen. Ja, moin. <laughs> so playstation schon ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch, schlau. Ey, man kann auch wirklich nicht entscheiden. Es sind so viele tolle Bilder dabei. Es ist auch wirklich anstrengend und Kräfteraum, da das Beste rauszusuchen. Muss man ehrlich sagen. Mann, bin ich erleichtert. <laughs> Aber süß, wie dass du es abgegeben hättest. Ja. Weil du hast ja leider schon mal gewonnen. Wer hätte denn beim zweiten Mal noch mal gewonnen? Beim zweiten Dream Snaps-Ding? Weiß ich gar nicht mehr. Sehr gut, sehr gut. Das war das 8.000-Abonnenten-Gewinnspiel auf jeden Fall. Bei 9.000 gibt es nochmal was. Ne? Alle bitte melden bei mir wegen den Adressen und so weiter. Auch nochmal mal danke, Alexandra. Ich hoffe, ich habe dich gut presented und deine Website. Ne? Dass du auch ein bisschen was davon hast. So, danke, danke, danke schön für das Sponsoring des, 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 des äh, Gewinns. Finde ich sehr, sehr gut. Danke schön. Danke, Michel König. Sehr, sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Danke, danke, danke. Okay, dann würde ich sagen, mach mir für heute Schluss. Vielen, vielen Dank fürs äh, Einschalten. Danke für die lieben Spenden. Danke fürs Reinschreiben. Danke fürs Liken. Wir ne? müssen jetzt ins Bett. <laughs> Irgendwann mache ich mal einen 5-Stunden-Stream. Wie richtige Streamer. Ich glaube, ich bin auch der einzige Streamer, der immer so kurz streamt. Ne? Ich mache immer nur so eineinhalb Stunden bis zwei Stunden. Das ist eigentlich echt wenig. Ich müsste eigentlich wirklich noch mehr machen. Alles klar, Leute. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle. Und äh, habt einen schönen Dienstag. Genau, Dienstag habt eine schöne Woche. Ich hab mich zu bedanken. Dankeschön. Bald kommt das Update. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen äh, unterhalten. Ich weiß, es ist ein bisschen zäh immer mit den Bildern. Beim nächsten Mal denke ich mir mal was anderes aus, glaube ich. Aber ja, Olli, viel zu kurz. <laughs> Fünf Stunden Stream. Dann, äh, dann nur, wenn ich Urlaub habe. <laughs> mal wieder ein tolles Stream. Wahl, Wahl, Dankeschön fürs Mitmachen. Danke, danke, danke. Ihr könnt toll Bilder machen. Ne? Gute Nacht, The Ripper. Gute Nacht, Daria, Levi, Home. Danke fürs Modden. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne ein Abo bei Twitch, YouTube da und Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Ellosin, die auch einen guten Abend. Annabelle, Flowerparty, Shanti, Ellosin, wie? Habt einen schönen Abend noch. Danke, danke, danke für alles. Und äh, grüßt eure Lieben und äh, Dankeschön. Gute Nacht an alle. Gute Nacht, Daria, Schildkröte. Träumt was Süßes und abschalten. Und dann sehen wir uns irgendwann die Tage wieder. Morgen, genau, morgen sehen wir uns ja wieder. Mario Kart, ich hoffe, ihr seid dabei. Sehr, sehr cool, freue ich mich. Cinderella, dir auch gute Nacht. Sabrina Hoffmann, Rüdi, danke auch für deine liebe Spende. Danke, danke, danke schön. Conny Schrötter, dir auch gute Nacht. Bis morgen, Michel König, Michi Mausi und Tschüss.